Emma Grace Williams ist eine afroamerikanische Schönheit und gehört nicht nur zur musikalischen High Society von Chicago. Ein Privileg, was sie sowohl ihrem Vater als auch ihrem ungeheuren Talent zu verdanken hat. Ob als Sängerin, Musikerin oder Produzentin, ist sie in jungen Jahren im Begriff, eine ganz große Karriere zu starten. Wäre da nicht die leichte Neigung, hier und da noch ein Projekt zu beginnen? Zeit ist kostbar. Das muss sie in letzter Zeit immer öfter hören. Aber den Reichen und Schönen fliegt ja alles. Das Nachtleben von Chicago ist auf jeden Fall nicht vor ihr sicher heute, denn ihre neue Eroberung, James, lädt sie ein in einen angesagten Club der Stadt, den Succubus Club. Da wollte Emma schon immer mal rein, und wie zum Teufel hat er es auf die Gästeliste geschafft? Willkommen auf der Bühne der Welt der Dunkelheit, Miss Williams. Singen Sie auch ein letztes Mal für uns? Ja, huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Prelude-Runde Vampire the Masquerade. Wir spielen im Chicago des Hier und Jetzt, und falls ihr die Geschichte der Chicagoer Welt der Dunkelheit kennt, dann wisst ihr, dass um die Anfang der 90er Jahre einige Dinge passiert sind, die ich einfach mal ein bisschen in die 2000er Jahre rüberportiert habe. Es ist alles einfach 20 Jahre später oder so passiert. Damit ich das alles schön bespielen kann mit meinen Spielern und Spielerinnen. Heute ein Prelude zur eigentlichen Runde, und wir spielen heute die Vorgeschichte von Emma Grace Williams, die noch ein Mensch ist, und das versuche ich heute zu ändern. Und die gute Emma wird gespielt von Sere. Hallo, Sere. Aloha, ich werde mein Bestes geben, um dir dein Licht in die Karten zu spielen. Okay, meine Spieler wollen alle gar keine Vampire werden. Das ist, das ist uncool oder so, keine Ahnung. Das ist sowas von 1990. Ja, genau. Ja, vielleicht zum Start können wir ja mal ein bisschen was erzählen über die gute Emma Grace Williams. Ein bisschen was habe ich ja schon erzählt im Vorspann, wo ich schon wieder zu spät angefangen habe zu reden. Ich kann immer schlecht einschätzen, wie viel Text, wie viele Minuten Zeit wir brauchen. Gucken, ob ich das beim letzten Mal noch geändert kriege. Eine Möglichkeit für einen Preload habe ich ja noch. Na gut, aber ja, erzähl uns mal was über Emma Grace Williams. Blende noch mal kurz ein, wie sie denn aussieht, falls am Anfang einer irgendwie blind gewesen ist. Oder jetzt erst blind ist von der Schönheit dieser Frau. Ja. Natürlich, so muss es sein. Ja, ich bin junge 21 Jahre alt und genieße mein Leben. Das ist wohl die wichtigste Aussage über mich. Ich bin aus guten Verhältnissen. Mein Vater ist sehr wohlhabend und das genieße ich durchaus und weiß auch, das Geld für mich gut zu investieren. Ich bin jemand, der das Leben genießt und alles tut, um das voranzutreiben. Ich mache nur das, was mir Spaß macht, und das ist zu einem Großteil die Musik. Die liegt mir im Blut. Meine Mutter war schon Sängerin, mein Vater ist Musikproduzent. Ich habe es einfach im Blut. Und ich liebe die Musik. Ich möchte sie hören, ich möchte sie selber machen, ich möchte sie schreiben, ich möchte sie für immer in meinem Leben haben. Und das ist einfach das Wichtigste in meinem Leben. Und deswegen versuche ich auch gerade mit meiner Musik erfolgreich zu sein, ohne da auf die Hilfe meines Vaters angewiesen zu sein, der mir das zwar natürlich angeboten hat, nicht nur, weil er mein Vater ist, sondern auch, weil er mein unglaubliches Talent bemerkt hat. Klar, ich bin ja seine Tochter. Nein, natürlich aus vielerlei Gründen, aber ich möchte es alleine schaffen. Ich möchte ihm und auch allen anderen zeigen, dass ich nicht auf sein Geld und sein Können angewiesen bin, dass ich eigenes Können und eigene Fähigkeiten habe, und mit denen gedenke ich, musikalisch die Welt zu erobern. Ja.
Und ja, was ist sonst so alles los in deinem Leben? Was hast du heute an diesem verregneten Abend, also in diesem verregneten Tag, jetzt ist es Abend, denn alles so gemacht? Wann hast du erfahren, dass du eingeladen wirst für heute Abend? Oder wie überhaupt? Ja, mein neuer Kavalier ist manchmal ein bisschen eigenartig. Ich habe ihn vor, ja, 2, 3 Wochen im Club kennengelernt, in dem ich immer singe, bei die Legends. Und ja, er sah heiß aus. Und ich stehe auch Kerle, die heiß aussehen. Und deswegen hatten wir unseren Spaß miteinander. Und seitdem haben wir uns ab und an mal im Club wieder getroffen und er behauptet, er ist meine Muse. Naja, es ist wirklich nett mit ihm und tatsächlich finde ich unsere Abenteuer inspirierend. Und deswegen spiele ich das Spielchen eine Weile mit. Aber er ist eben in manchen Dingen echt altmodisch. Anstatt mir einfach eine WhatsApp zu schicken, hat er mir einen Brief geschickt. Er lag einfach vor der Haustür und da stand drin, dass er mich heute Abend in den Succubus Club einlädt. Wow, heiße Adresse. Da bin ich natürlich dabei. Heißer Kerl, heiße Adresse. Da fehlt nur noch ich. In den Succubus Club kommt auch nicht jeder rein, also nicht jeder zu jeder Gelegenheit. Der ist wirklich einer der angesagtesten Clubs der Stadt. Man hat immer eine weite, große Schlange vor der Tür zu erwarten, wenn man denn dort aufschlägt. Und die Türsteher sind dafür bekannt, dass sie wirklich aussieben bis zum geht nicht mehr. Ja, du hast da noch nie großartig Anstalten gemacht, da irgendwie mal reinzukommen, weil der Succubus Club auch in einer ganz anderen Gegend von Chicago ist, als du so normalerweise verkehrst. Und ja, dein Vater hat auch immer gesagt, so geh da bloß nicht hin, Mädchen, da sind die Bösen, ja. Und ja, man hört so Gerüchte irgendwie auch in den Gassen und so, und dass im Succubus Club auch so ganz verruchte Leute umgehen sollen irgendwie. Nicht nur die High Society trifft sich da für so manch einen Gelage vielleicht und manch eine private Party, sondern da sollen auch angeblich Drogendealer und so ein ganz zwielichtiges Volk unterwegs sein. Und ja, deswegen hast du meistens auf das Wort deines Vaters gehört, auch wenn du neugierig warst und bist eben ein bisschen weiter weg. Aber jetzt bist du schon neugierig, jetzt wo du diesen schön gestalteten, mit Hand geschriebenen Brief bekommen hast, auf schönem alten Pergamentpapier, richtig altmodisch, merkwürdig, ja. Ist merkwürdig, wie dieser Kerl sich verhält. Aber es schmeichelt irgendwie. Es ist irgendwie was Besonderes, ja. Kann man ja schon Ja. sagen. Er hebt sich ab von Echt. den Leuten, die sonst bei dir Schlange stehen. Auf alle Fälle, also das hat noch keiner gemacht. Ich weiß nur nicht, wie ich es finden soll. Aber tatsächlich, es ist was Bleibendes. Eine WhatsApp wird schnell überspeichert von anderen. Also den Brief, den habe ich jetzt erstmal. Ne? Ich schaue ihn mir auch ein paar Mal an und wundere mich und Ja, er ist weiß nicht sogar so recht, was ich davon eingesprüht halten soll. mit seinem Parfum und ja, riecht auch extrem gut. Und ja. Ja, und Das finde ich schon das kann man mit eigenartig. einer WhatsApp-Nachricht nicht machen. Stimmt allerdings. Aber ich bin jetzt auch nicht überzeugt davon, ob das jetzt hätte sein müssen. Ich glaube, das ist dann doch ein Touch zu viel, aber Ja. naja. Wie machst du dich denn fertig, wenn es darum geht, in den angesagtesten Club der Stadt zu gehen? Was hast du für Vorkehrungen getroffen und wie fieberst du auf den Abend hin? Weißt du überhaupt, Er wie hat ihr ja. da hinkommen soll? Trefft ihr euch da? Wirst du abgeholt? Ja, er meinte in dem Brief, dass er mich abholt. Hab Glück, dass mein Vater heute Abend nicht da ist, weil wenn der das mitkriegen würde, du hast ja schon erzählt, der ist nicht so begeistert von diesem Club. Kennt ihr Und den? Kennt hä? ihr den Typen? Kennt ihr den Typen? Den James? Nein. Der Und du kennt nicht wohnst auch noch alle zu meine Hause, ja? Anrufe. Ja. Also ich habe ein eigenes Apartment, aber ich bin doch noch oft zu Hause, weil mein Vater und ich haben eine sehr enge Beziehung, aber er ist eben auch oft unterwegs. Das heißt, ich habe meine Freiheiten, er lässt mir auch meine Freiheiten, er vertraut mir auch, aber
Heute Abend hätte er das vielleicht besser nicht tun sollen. Denn ich gehe definitiv in den Succubus Club. Und ich stehe gerade in meinem Ankleidezimmer Ja. und gehe so meine Klamotten durch, um zu überlegen, was denn geeignet wäre. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ihm eine WhatsApp schreibe, was denn da so getragen wird, was gerade so der heiße Scheiß ist. Aber ich weiß nicht, er schreibt mir einen Brief und ich antworte mit WhatsApp, finde ich dann auch ein bisschen stillos. Außerdem ist er ein Mann. Die haben keine Ahnung. Ja, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen Recherche betreiben, was man da so hört und was heute irgendwie, ob heute besondere Mottoabend ist oder irgend sowas. Ja, tatsächlich ist im Internet relativ wenig zu finden über diesen Succubus Club. Ich habe schon versucht, da ein bisschen schlau draus zu werden, aber je mysteriöser, desto geiler. Das ist ja leider nun mal so heutzutage und ich werde mich einfach heiß anziehen, so wie die Mode es zurzeit hergibt und wie ich es auch mag. Und ich habe damit seine Aufmerksamkeit auf mich gezogen und wenn er da verkehrt, dann wird es wohl auch bei den anderen lang. Ah, okay. Gut, dann wird es langsam, aber sicher Abend und ja, in dem Brief steht irgendwie auch eine merkwürdige Uhrzeit irgendwie. Gut, die meisten Clubs machen ja erst irgendwie so 10, 11 Uhr auf und so richtig los ist ja meistens dann erst ab Mitternacht irgendwas oder sogar noch später. Deswegen holt er dich ja auch irgendwie erst kurz vor Mitternacht ab. Angeblich. Und ja, was machst du noch den Rest des Abends? Irgendwas Na, ich werde Besonderes wirklich noch? so, ne, so wellnessmäßig mich auf den Abend einstimmen. Ich werde ein langes Bad nehmen, werde mich herrichten, wie gesagt, Klamotten raussuchen. Und das dauert seine Zeit. Wer gut aussehen will, der muss Muss auch Zeit leiden. investieren. Leiden nicht. So weit würde ich nicht gehen, aber Zeit investieren schon. Gut, die Stunde Null nähert sich und ja, bist schon ganz ungeduldig, läufst vielleicht so ein bisschen auf und ab im Flur, weil du es gar nicht erwarten kannst. Und ja, 5 Minuten vor Mitternacht geht rum, 4 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten. Der lässt dich warten, der Kerl. Jetzt ist Mitternacht und er ist immer noch nicht da. Jetzt greife ich halt doch mal zum Handy und schaue drauf und ist er online? Nee, aber das ist ja auch selten. Ja, kein Wunder, wer Briefe schreibt. Ich schreibe ihm trotzdem mal. Bin fertig. Ja, und du hast gerade eingetippt und da hörst du draußen, wie ja, etwas auf der Straße los ist. Wie wohnst du in Chicago? Wie wohnst du mit deiner Familie? Also mein Vater hat halt eine Riesenvilla mit bisschen Außengelände drumherum. Also er würde wahrscheinlich so eine Einfahrt hochfahren. Genau, dann siehst du, wie etwas die Einfahrt hochkommt. Und zwar eine Stretch-Limousine in weiß. Stilvoll. Ja, ich würde dann die WhatsApp wieder löschen, bevor ich sie abschicke. Aber ich würde mir auch mein Jäckchen greifen und meine Handtasche und würde schon vor die Tür gehen. Ich halte nichts davon, die Kerle unnötig warten zu lassen. Entweder sie stehen auf mich oder sie lassen es bleiben. Das lassen es bleiben, hast du relativ wenig erlebt bisher, aber gut. Was will man machen? Die Limousine parkt vor dem Eingang des Hauses, wo es wahrscheinlich noch mal so eine kleine Treppe, wo von so einer Veranda hochgeht oder so, bis man an die Tür kommt. Und ja, ein typischer, klischeehafter Limousinenfahrer mit so einem Hütchen und Anzug und Krawatte steht auf, steigt aus, geht einmal quer rum um die Limousine, öffnet die Tür und läuft dann hoch zur Veranda und klingelt. Ich bin ja schon draußen. Achso, ja, dann kommt er dir entgegen und sagt,
Miss Williams, schönen guten Abend. Ich soll Sie hier Guten abholen. Abend. Nun, ich bin fertig. Dann darf ich Sie bitten? Der macht so eine Geste Richtung Auto. Ja, ich würde dann auch zur Tür gehen und würde auch vor der Tür wirklich wartend stehen bleiben. Ja, wie gesagt, macht sie es ja offen und dann kann, ja. Kannst du okay, ein dann bisschen gehe ich reingucken. rein. Ja, der James ist nicht da drin. Es ist leer. Es ist aber schön beleuchtet mit so ein paar Blinklichtern und so. Und es ist ein Sekt da mit Gläsern, die irgendwie, aber wie da sind sie so von unten der Sektkühler beleuchtet ist und so. Es ist irgendwie total kitschig. Aber ja, wem es gefällt, ne? Du bist ein Ami, wahrscheinlich gefällt es dir sowas. Und ja. Der Fahrer macht die Tür zu und ja, es gibt so ein durchblickfestes Fenster vorne zur Fahrerkabine, das fährt er dann hoch. Und ja, du merkst dann, wie die Limousine anfährt und ihr euch bewegt. Kannst du ein bisschen rausgucken, hier hat verdunkelte Scheiben. Und siehst halt die Nachtkulisse von Chicago an dir vorbeiziehen und die Regentropfen hörst du auf das Dach fallen und ja, ihr fahrt quer durch die Stadt. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich mich selten dem Wunsch meines Vaters widersetze. Aber in dem Punkt tue ich das und ich bin total neugierig, was in dem Club so abgeht. Aber ich muss ein bisschen meine Nerven beruhigen und tatsächlich gieße ich mir ein Glas Sekt ein. Ja. Ja, du kriegst eine WhatsApp-Nachricht, während du das machst. Ja, würde ich mal schauen, wer mir da schreibt. Der gute Rico schreibt dir. Na, was ist los? Nichts, und bei dir? Ja, muss und so, ne? Ich hab nichts zu tun. Singst du heute? Heute nicht, erst morgen wieder. Aber komm doch einfach. Morgen. Schreib ihn um mir. Morgen. Trauriger Smiley kommt zurück. Du weißt, ich muss mich vorbereiten. Okay. Und ja, die Limousine fährt weiter und fährt in ein etwas verruchteres Viertel von Chicago, wo der Club ansässig ist. Und ja, es ist so eine alte Industrieruine, würde ich mal sagen. Also so eine alte Industriehalle, die umgebaut wurde. Sehr hoch, sehr breit und wuchtig hin zur Straße gebaut. Und man hört draußen auf jeden Fall schon das dumpfe Wummern der Bässe, die von drinnen kommen. Die Limousine fährt vor, hält an und du siehst irgendwie durch das Fenster schon diese lange Schlange, die vor der Tür steht. Und ganz viele Leute im Regen mit welchen Schirmen oder sonstigen Regenklamotten dastehen. Es ist warmer Regen, es ist ein ungewöhnlich warmer Tag für Chicago, trotz des Regens. Aber trotzdem, wenn man nass ist, friert man halt auch ein bisschen, weil es irgendwie ein bisschen zieht oder so. Und das sieht man den Leuten an. Und dieses Outfit kann Nässe gar nicht ab. Die stehen da und stehen sich die Beine in den Bauch und kommen irgendwie gerade nicht rein. Und du bleibst direkt, fährst quasi mit der Limousine an der Schlange vorbei, bleibst direkt vor dem Eingang stehen, der Fahrer steigt aus und öffnet die Seitentür und bittet dich heraus. Hat so einen Schirm natürlich. Wollte gerade sagen. Ja, ja, dann würde ich auch unter dem Schirm herauskommen und mich erstmal umschauen. Ja, also die Leute haben natürlich beobachtet, Stretch-Limousine. Und gucken dich alle irgendwie ganz gespannt und ganz aufgeregt irgendwie an. So, was ist das denn für eine? Und, ich versuche, diese Blicke in mir aufzusaugen, um zu denken, irgendwann hast du das täglich, irgendwann. und du stehst dann, wenn du den Stream guckst, müsstest du es eigentlich auch sehen
Kann. Moment, warum funktioniert das jetzt gerade nicht? Das mal raussuchen, bitte. Nein. Nicht, dass ich das wieder gelöscht habe aus Versehen. Ich hatte so ein schönes Bild vom Türsteher. Augenblick. Der muss ja spannend aussehen. Ja, es ist spannend, ist immer relativ, ne? Schauen wir mal in meinem Papierkorb nach. Du weißt, wie du Der hier super warten lässt. vorbereitete Spielleiter. Ja. So, da ist es doch. Da steht der Türsteher und steht auch mit dieser Geste halt vor euch beiden. Und ja, und stopp! Nur mit Einladung. Ja, ich würde mal so zu dem Chauffeur schauen. Der zuckt so ein bisschen mit den Schultern, guckt zu dir, als ob du eine Einladung hättest. Ach so, ja, dann ziehe ich mal den Brief hervor, den ich glücklicherweise in der Tasche habe. Was soll das denn sein? Meine Einladung. Garantiert nicht, Schätzchen. Dann würde ich mein Handy rauszücken und Das würde mal Getuschel den geht schon James los in der anschreiben. Schlange. Würde den James anschreiben. Ist immer noch nicht online. Ja, was soll ich machen, ne? Schick's ab. Plung. Ja, und dann Ja. würde ich halt unter dem Schirm demonstrativ stehen So bleiben. hinten anstellen dann, ne? Dann wendet er sich wieder dem nächsten zu und dann. Dann würde ich den Fahrer anschauen und einen Der Hut. guckt so ein bisschen verzweifelt. Und ja, in der Schlange geht schon los, so ein bisschen so. Da hält sich einer für wichtig. Ja, aber das würde ich ignorieren und würde dann einfach ihn weiter fragend angucken. Und wenn von ihm nichts kommt, dann würde ich ihm einfach den Schirm aus der Hand nehmen und mich tatsächlich in der Reihe anstellen. Gut. Ja, dann lässt er sich halt den Schirm aber nicht abnehmen, sondern besteht darauf, dass er neben dir ist und den Schirm hält, weil das seine Aufgabe wäre. Und ja. Und steht dann halt mit dir eine ziemlich lange Zeit an dieser Schlange. Und dann seid Geht da ihr überhaupt was vorwärts? langsam, aber du stehst bestimmt eine Stunde im Regen draußen. Und ich kriege natürlich auch keine Antwort auf meine WhatsApp. Alles klar, also wenn, wie weit bin ich gekommen nach, ich sag mal, einer halben Stunde? Ja, die Hälfte der Schlange halt, ne? So, dann würde ich einfach mich umschauen und würde dann noch mal eine WhatsApp schicken. Bist du da? Wenn darauf auch nichts kommt, also ich sag mal, ich warte noch 10 Minuten, dann würde ich den Fahrer anschauen, würde sagen, ist die Rückfahrt inbegriffen? Ja, aber noch nicht jetzt. Nun, ich habe keine Lust, hier mehr länger im Regen zu stehen. Ich könnte ja hier stehen und Sie warten im Auto. Das ist eine gute Idee. Darauf Warum habe ist ja ich nicht auch früher keine drauf Lust. gekommen? Ich habe noch Ich. einen Film, glaube ich, für das bordinterne Fernsehen. Ich bin so gestylt, garantiert nicht für einen Film. Ich will jetzt Party Styling ist machen und gerade wenn eher ich ein in diesem. bisschen. Ist ein bisschen. Wieso, ich Ja. bin unterm Schirm, Ja, hallo? es ist ja trotzdem feucht und so, ne? Ja, trotzdem. Also, ich würde halt sagen, entweder ich komme in diesen Club oder ich komme in einen anderen. Also entweder du fährst mich oder ich suche mir da hinten ein Taxi. Also, echt, warten Sie mal. Drückt ihr das den Schirm in die Hand und überlegt so kurz, ob das die richtige Maßnahme ist.
und geht nochmal irgendwie zum Auto, holt da irgendwas raus, geht noch sitzt so an der Schlange vorbei vorne und du siehst halt irgendwie von hinten, wie er irgendwie mit dem Türsteher redet und der ein bisschen komisch guckt und dann siehst du, dass die irgendwie irgendwas austauschen und dann winkt er so rüber und kannst an der Schlange vorbeilaufen. Ich würde mal so wirklich mit irritiertem Blick nach vorne gehen und würde Der sagen, Chauffeur steht irgendwie, ja, so halb grinsend, halb verzweifelten Gesichtsausdruck so neben ihm. was? Sie können jetzt rein, Miss. Wieso kann ich jetzt rein? Ich habe dafür gesorgt. Wie? Es ist mein Job, Miss. Haben Sie ihn bestochen? Vielleicht. Okay, damit kann ich Der leben Typ und geh rein. lacht so. Also ich drücke ihm noch den Schirm in die Hand und zuck mit den Schultern und geh rein. Ja, der Succubus Club innen ist sehr laut. Viele Leute sind unterwegs. Die Halle ist wirklich hoch, bestimmt 4 Stockwerke hoch, würdest du vermuten. Und Techno-Klänge klingen irgendwie auf dich herab und du siehst diese riesigen Boxen, die alle auf die Tanzfläche gerichtet sind und mit riesigen Basslautsprechern, die dafür sorgen, dass egal was gespielt wird, wahrscheinlich der Boden, auf dem die Tanzfläche ist, im ständigen Takt mit vibriert. Und ja, du siehst die Laser und Lichter, die irgendwie über die Tanzfläche zucken. Ich schicke dir mal einen groben Grundriss vom ersten Etage über Skype. Dann kannst du dir das mal angucken, wie es da aussieht. Und für die Zuschauer blende ich das gleich auch mal ein, eins nach dem anderen. Er ist die wichtigen Personen. Ja, ich habe festgestellt beim Proben, dass dass das nicht wirklich gut zu erkennen ist alles. Deswegen ist es, wenn du es über Skype hast, wohl besser. Glauben Sie nicht mitmachen. So, und die Zuschauer auch nochmal die. Und siehst, wie groß das Ganze ist. Ihr kommt da an der linken Seite herein. Da gibt es halt auch so eine, ja, wo man Jacken abgeben kann, so eine kleine Bar. Und ja, es ist mehrere Etagen schon hier irgendwie. Der Dancefloor geht halt ein bisschen nach unten und du siehst, als du dann hochguckst, auch so Gerüste und Leute oben tanzen. Irgendwie auf so Gerüsten, die irgendwie frei schwebend irgendwie über dem Dancefloor hängen und an die auch Scheinwerfer angebracht sind, die dann wieder nach unten leuchten. Und teilweise sind die Leute halt auch oben und tanzen halt, da sind Go-Go-Tänzerinnen, die irgendwie und Go-Go-Tänzer, die halt oben auf diesen Gerüsten tanzen. Und ja, du siehst auch, dass es mehrere Stockwerke auch wirklich gibt. Eine riesige Scheibe, irgendwie, die aber allerdings nicht blickdurchsichtig ist. Die oben in einem höheren Level wohl ist. Vielleicht der Besitzer irgendwie gerade alles beobachtet oder vielleicht ist die Security da drin oder so. Weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall ist es sehr interessant, irgendwie alles zu sehen. Es gibt auf der rechten Seite so Nischen, wo man sich zurückziehen kann. Und es ist alles ein bisschen, ja, ein bisschen dunkel und düster gehalten, wenn dieses ganze Stroboskopslicht und so alles nicht wäre. Aber sehr geschmackvoll sonst eingerichtet. Die Polster von den Möbeln, die du erkennen kannst, sind sehr sauber und sehr, sehr modern. Und ja, die Leute, die hier irgendwie sich vergnügen, haben alle scheinbar super mega viel Spaß. Das sieht auf alle Fälle besser aus als draußen die Schlange im Regen. Ja, ich würde erstmal wirklich so meine Runde durch den Club drehen und hätte James auch vollkommen vergessen.
und würde mich dann an die Bar begeben und mir einen Drink bestellen. Was bestellst du dir? Ein Kalpi. Alperin, ja, kein Problem. Der Barmann nickt dir kurz zu. Und ja, dann gibt es einen kleinen Tumult wie auf der Tanzfläche. Weil anscheinend gerade es bildet sich so eine kleine Traube. Und ja, schlürfst so ein bisschen an deinem Cocktail und drehst dich um und schaust in Richtung Dancefloor und du siehst da, wie wohl anscheinend eine junge Frau mitten auf der Tanzfläche steht und wie wild irgendwie in Trance tanzt, irgendwie die Arme in die Luft gereckt hat und scheinbar überhaupt nicht sich kümmert, wer rechts und links um sie rumläuft. Mehrere Männer stehen um sie rum und versuchen sie anzutanzen, aber sie schiebt sie immer wieder weg und versucht halt allein zu tanzen. Und ich zeig dir mal kurz, sie ist sehr, sehr jung, würdest du sagen. Ob die schon hier also über 21 muss man ja sein, wie du ja auch bist, ne? Amerikanische Club, ne? Das würdest du stark bezweifeln. Sie trägt auch ein relativ altmodisches, weißes, langes Kleid, was irgendwie nur so ein Hauch von Stoff ist und so ihren Körper unter dem Stoff noch halb abbildet. Und du siehst, wie die Jungs auf jeden Fall geifernd alle an der Seite stehen, aber sie, wie gesagt, sie stößt die alle wieder sofort zurück und ist voll in ihrem Tanz versunken. Und ich zeig mal eben kurz ein Bild von der guten Frau. Der allerdings so, ja. Wie gesagt, sehr jung. Haare wirbeln herum und ist wie in Ekstase und tanzt da und zieht halt alle Blicke auf sich. Sowas, was du sonst nur von dir selber gewohnt bist. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich kann das absolut verstehen, wenn man mit der Musik geht, dann will man auch seine Ruhe. Und klar, Männer haben so ihre Zeiten, wo sie sehr nützlich und spaßig sind, aber die Musik genießt man am besten allein. Und ja, das Ganze legt sich dann nach so ein paar Minuten, entspannt sich die ganze Lage wieder, weil sich jetzt ein paar Leute auch irgendwie auch trauen, näher an sie heranzugehen und sie nicht nur mit einem offenen Mund irgendwie bestaunend begutachten, sondern irgendwie dann in den Tanz einfallen, ihre Tanzbewegung nachmachen und der ganze Dancefloor wirkt so ein bisschen wie so ein Flashmob, weil alle ihre Bewegungen nachmachen und ja, weil zumindest wirkt es jetzt wieder wie ein Tanzfloor und nicht irgendwie wie eine Single-Show. Also ich würde mich an einen der Tische nahe des Dancefloors setzen und würde sie tatsächlich eine Weile schmunzelnd beobachten, weil ich das eben so gut kenne und nachvollziehen kann. Ja, dann sich von hinten wird jemand hinter dir stehen und wird dir leise ins Ohr flüstern: Interessant, nicht wahr? Ich würde mich umdrehen, wer steht da? Und das ist James, der da steht. Hinter dir. Und ja, hält ein Bier fest in der Hand. Tja, Frauen können interessant sein. Und ich würde wieder den Blick zu der Dame auf dem Dancefloor Bist wenden. du sauer? Naja, sagen wir es so, ich hätte mir den Anfang des Abends netter vorstellen können. Ich habe ziemlich lange gewartet hier drin. Warum kamst du denn nicht rein? Weil der Türsteher etwas dagegen hatte. Ah. Ich verstehe. Ja. Bin davon ausgegangen, dass er so Schönheiten wie dich auf jeden Fall reinlassen würde. Wie dumm von mir. Ich würde ihn lächelnd anschauen und würde sagen, ich verzeihe dir. Das ist gut und wird sich dann etwas näher an dich ranschmiegen und willst du auch tanzen? Dafür bin ich hier. Und dann würde ich halt mein Zeug abstellen und würde mich an ihn schmiegen.
dann könnt ihr mitmachen. Und wenn ihr den Dancefloor betretet, werdet ihr sofort gefangen in diesem Flashmob. Und ja, willst du alleine tanzen oder willst du mitmachen? Ich denke, ich würde mit ihm anfangen zu tanzen und würde dann aber einfach in der Musik aufgehen und selber tanzen. Mhm, gut. Ja, dann habt ihr da auf jeden Fall erstmal so ein paar Lieder irgendwie Spaß beim Tanzen, bis das dann doch ein bisschen anstrengend wird irgendwann, man eine kleine Erholungspause braucht. Und ihr geht zurück zu dem Tisch und schlürft noch ein bisschen an euren Getränken. Und er sagt dann irgendwie, wir könnten auch nach oben gehen, da ist das Ganze ein bisschen ruhiger. Oder wenn dir die Musik nicht gefällt, unten gibt's auch noch einen Metal-Floor und fängt so ein bisschen an zu lachen. Nichts gegen Metal, aber so super gut tanzen kann man dazu nicht. Nee, das ist ein Moshpit. Ich glaube, wenn, dann gehen wir nach oben. Das dachte ich mir. Und ja, ihr werdet euch zu einer der Treppen begeben. Ich blende es nochmal kurz ein. Über die man auf die erste Etage nach oben kommt. Und was? Das ist doch Tanzen für Profis? Ja. Okay. Kommt dann auf die obere Etage, auf den zweiten Floor quasi. Und habt hier die Möglichkeit, wirklich nochmal in so einem. Hier ist die Musik wesentlich angenehmer, leiser. Und ihr habt hier auf jeden Fall die Möglichkeit, euch ein bisschen auch zurückzuziehen und irgendwie von oben auch das Ganze zu begutachten. Und ist wesentlich gemütlicher hier oben als auf jeden Fall unten. Also da gibt es auch so Separés, sage ich jetzt mal, oder? Ja, nicht wirklich, aber du kannst halt auf so kleinen Tischen, die halt an der Brüstung stehen, kannst du halt sitzen und nach unten gucken. Mhm. Also so Stehhocker. Ja, dann würde ich. Das kannst du natürlich auch, es gibt halt so überdachte kleine Bühnen, das sind diese Dreiecke da unten, die Bleachers, die allerdings alle beide schon besetzt sind. Mit so ein paar Gruppen, die eine ist wahrscheinlich so eine Junggesellengruppe oder so. Was man auf jeden Fall von hier besser gucken kann, sind die Go-Go-Tänzer, weil die auf einer Ebene mit euch fast tanzen. Ja, also ich würde mich dann mal an einen der Tische an der Balustrade setzen und würde ja meinen Drink genüsslich trinken und ein bisschen entspannen und würde erst den Go-Go-Tänzer eine Weile zuschauen und dann würde ich meinen Blick auf James richten. Mhm. Ach, immer wieder angenehm hier zu sein. Ich bin gar nicht so oft hier. Ist auch nicht leicht, hier reinzukommen, habe ich gehört. Man muss Beziehungen haben, weißt du? Und die hast du? Ich denke schon. Ich kenne den Besitzer. Oh, das sind gute Beziehungen. Zum Glück hatte dein Chauffeur auch gute Beziehungen. Hatte er? Interessant. Sonst wäre ich immer noch nicht drin. Oh Mann, ich glaube, ich muss wirklich an meiner Einschätzung und überleg kurz, welches Wort er benutzen soll, der Türsteher arbeiten. Ja, ich glaube, es wäre beim nächsten Mal hilfreicher, wenn du was abschleppen willst. Will ich das? Warum hast du mich sonst eingeladen? Oh, um Spaß zu haben? Das gehört doch dazu. Ja, und er blickt sich um und macht nochmal ein bisschen kleine Tanzbewegungen mit irgendwie mit der Musik mit. Schmiegt sich dann auch weiter an dich, nimmt dich so mit in die Tanzbewegung. Und ihr habt auch da wieder eine gute Zeit oben auf dem kleinen Separé, bis irgendwie jemand die Treppe herunterkommt
weil die Treppen noch weiter nach oben kommen, sieht man, weil hier oben wesentlich weniger los ist als unten, sieht man das ein bisschen besser. Und wohl schnurstracks, hallo Joe, auf auf euch zulaufen. Ja, also da ich ja so auf die Tanzfläche gucke, kriege ich das wahrscheinlich erstmal gar nicht mit. Es kommt ein... Würde mich so immer an ihn schmiegen und beim Tanzen so an ihn reiben. Ja. Und es kommt ein etwas älterer, also nicht wirklich viel älterer, der ist wahrscheinlich so Anfang 30, würdest du schätzen. Ein Mann. Im feinen Zwirn auf euch zu. Und ja, stellt sich neben euch und sagt... Ah, schönen guten Abend, James. Ist das diejenige, welche? Guckt, ja, dann würde ich auch mal. Der guckt so ein bisschen erschrocken, als er angesprochen wurde, weil er wohl auch gerade irgendwie auf den Dancefloor geguckt hat. Und sagt so, ja, genau, das ist sie. Darf ich vorstellen, Emma Williams. Ja, ich schaue halt zu dem Typen und würde ihm dann lächelnd meine Hand reichen. Diejenige, welche? Er nimmt die Hand, dreht die so rum und deutet einen Kuss auf die Oberseite der Hand an. Und, ja, würde ich nur so eine Augenbraue nach oben ziehen und ihn aber weiter anlächeln. Sehr. Ups, aua. Ja. Oh, Sascha. Aufhören, Sascha. Und ja, jetzt bin ich raus durch das Dumm-Dumm. Er freut sie kennenzulernen, Miss Williams. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Brennan. Hallo Brandon. Die Ehre Brandon, ist ganz auf meiner Seite. Es ist schwierig. Brennan. Brennan, okay. Ja, dann Brennan. Ja, der gute James hat mir schon... Och, come on. Dasselbe denke ich gerade. Och, come on. Er hat mir schon viel erzählt von ihr. Von ihnen, von dir. Kann ich du sein? Ich glaube, ich bin noch in dem Alter, dass das in Ordnung geht. Ah, das denke ich. Wie alt sind sie denn? Ich würde schätzen, da sie an meinem Türsteher vorbeigekommen sind, über 21. Der zwinkert so. Ich würde schätzen, da ich an ihrem Türsteher vorbeigekommen bin, dass er einen reichen Chauffeur hat. Hat er das? Und er guckt so ein bisschen verschmitzt lächelnd Richtung James, der so ein bisschen, ja, er läuft nicht rot an, aber er sieht sehr, sehr verschämt aus. Ja, das war das, was ich erreichen wollte, deswegen würde ich nur zufrieden schmunzeln. Nun, da James ja so einen reichen Chauffeur besitzt, hat er ja gut daran getan, dass er ihn zu ihm geschickt hat, nicht wahr? Ja, andernfalls wäre ich leider nicht in ihrem Club. Ich hoffe, sie amüsieren sich hier. Ja. Es ist echt angenehm hier. Wobei ich noch nicht verstehe, was den Unterschied zu anderen Clubs ausmacht, aber ich gedenke, das noch herauszufinden. Oh, der Unterschied ist einfach, dass wir die besten Getränke, die besten Frauen und die besten Männer und natürlich die besten DJs haben. Ich schau mal zu dem Mann, der mich begleitet. Der Abend wird es zeigen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß, Miss Williams. Der Dankeschön. Geht an dir vorbei und geht irgendwie zielstrebig auf so zwei Mädels zu, die irgendwie total nicht hier hinpassen wollen. Die sind irgendwie so im Gothic-Style gekleidet, ganz in schwarz, irgendwie ein bisschen übertrieben weiß geschminkt, so hohe Plateauschuhe an und die giegeln so ein bisschen, als er näher zu ihnen kommt. Und dann nimmt die so beide so in den Arm und geht mit denen diesen
beide viel, viel zu jung für ihn, aber er geht mit denen in Richtung von einem von diesen überdachten Separés und scheucht die Leute, die da sind, mit so einem Schnippen einfach weg. Die gucken ihn nur an und gehen sofort weg und setzt sich dann mit denen dahin und vergnügt sich mit denen. Also jetzt vergnügen, also die fangen schon an, sich zu, die fangen schon an, sich zu küssen und so, aber die sind, das, da geht's ab. Also nicht wirklich richtig ab, aber fast. Ja? Ich würde dann mal so mit hochgezogener Augenbraue zu James schauen. Deine Bekanntschaft? Das ist Brennan, ja. Ich kenne ihn, ja, ja. Das ist der Besitzer. Schätzchen, das dachte ich jetzt aus anhand dieses Gespräches schon. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ist ein Freund der Familie. Du fühlst dich scheinbar nicht sehr wohl in seiner Anwesenheit. Ich mag ihn nicht besonders. Warum hältst du dich dann in seinem Club auf? Weil es hier cool ist? Bisher konnte ich, wie gesagt, noch nicht feststellen, was hier so viel cooler ist als in anderen Clubs. Also ich mochte nicht, wie er mit dir geredet hat, aber das macht er immer so. Wieso? Was hat er getan? Ach, nichts Schlimmes, aber er hat dich so komisch angeguckt. Das mag das... das naja. Also nicht, dass du jetzt was Falsches denkst, aber so guckt er meistens nur Leute ein. Naja... Du willst es nicht wissen. Bitte? Doch, ich möchte es wissen. Schließlich hat er mich so angeguckt. Naja, du bist mit mir hier und ich möchte schon, dass es so bleibt. Wenn es der Abend nicht so weitergeht, wie er angefangen hat, könnte es dabei bleiben. Okay. Kein Ding. Ich hole uns noch was zu trinken. Alles klar, ich warte hier auf dich. Wartest. Dann geht's rüber zur Bar und macht dann auf dem Rückweg einen Umweg und geht an dem Separé vorbei, wo Brennan ist. Und du kannst beobachten, wenn du dich dafür interessierst überhaupt, dass er so ein paar Worte mit dem wechselt. Der Brennan ist total damit beschäftigt, irgendwie am Hals von der einen Chickse irgendwie rumzuknabbern, während er mit ihm spricht. Ja, die scheinen sich so ein bisschen irgendwie auszutauschen, keine Ahnung, miteinander zu streiten oder keine Ahnung was. Kannst ja vielleicht mal näher rangehen und gucken, ob du was mitkriegst. Ach nein, diese Eifersuchtsszenen sind nicht so meins. Ich würde mich einfach wieder der Tanzfläche zuwenden und wenn er wirklich lange braucht, um da mit dem zu reden, dann würde ich runtergehen und wieder auf die Tanzfläche. Okay. Ja, nee, so lange braucht er nicht. Also er kommt dann wieder und sagt irgendwie so, nehmen das mit und können, ja, gehen wir wieder tanzen, oder? Gute Idee. Yeah. Ich wäre schon fast ohne dich gegangen. Aber nur fast. Warte mal ab, ich habe einen neuen Dance-Move. Den muss ich sehen. Ja. Ja, dann würde ich mit ihm runter auf die Tanzfläche gehen. Ja, ihr tanzt noch mal ein bisschen was. Die junge Frau ist inzwischen verschwunden. Der Dancefloor gehört wieder ganz den normalen Leuten. Und ja, du ziehst mit deiner Präsenz auf jeden Fall nicht ganz so viel Aufmerksamkeit wie diese junge Dame eben, aber so annähernd so viel auf dich. Es kommen mehrere Leute und werden aber sofort mit einem komischen Blick von James sofort weggescheucht. Der muss gar nichts sagen oder machen, er tanzt einfach nur und guckt einfach nur in die Richtung und sie sind sofort irgendwie wie aufgescheuchte Karnickel, laufen sofort weg. Und dann tanzt ihr da so. Du kannst mal einen Wurf machen auf Perception und Alertness gegen die 6, während du da so tanzt. Ich sollte vielleicht auch mal einblenden, was das für Mucke ist, die die ganze Zeit läuft. 4 Erfolge.
4 Erfolge. Ja, dann kannst du kurz, nachdem du so nach oben guckst, während dem Tanzen, siehst du so vorbei an den Gerüsten und siehst, dass ganz oben über den Gerüsten noch auf der Tanz sind auch so Stege gespannt, an denen wohl die meisten Boxen und Lichtanlagen montiert sind. Und du meinst da einen Schatten wahrnehmen zu können, der sich da oben auf dem Gerüst bewegt. Oder sind das vielleicht mehrere Schatten? Ich würde mal genauer hinschauen. Ja, das ist schwer, weil du guckst ja auch direkt ins Licht teilweise und kannst relativ wenig erkennen da. Aber du siehst immer noch, dass da ist irgendwie eine Person oben auf diesen Gerüsten, der da rumklettert. Ich würde wahrscheinlich denken, ach, das ist irgendein Spinner, der meint, sich aufspielen zu müssen, an dem er da rumklettert, und wird dann weiter tanzen und wird mich aber auch irgendwann so zu James rüberlehnen und wird fragen, wer war das Mädel eigentlich von vorhin? Welches Mädel? Die in Weiß. Die in Weiß? Keine Ahnung. Und mach mal einen Wurf auf Wits und Empathy. Oh, ein Erfolg nur. Ja, kaufst du das schon ab. Kennt ihr nicht. Schade. Ich dachte, du kennst sie vielleicht. Nein, ich bin nur mit der schönsten Frau hier. Ja, dafür würde ich mich definitiv wieder enger an ihn schmiegen. Ja, du fängst gerade an, als ihr die Musik je unterbrochen wird und die Leute irgendwie geschockt mit einem kleinen Aufschrei zur Seite springen, denn über euch, direkt über euch, seht ihr den Schatten auf euch zugrasen. James schubst dich noch kurz auf die andere Seite der Tanzfläche, springt dann selber auf die, in die entgegengesetzte Richtung, und zwischen euch schlägt jemand auf den Tanz, auf die Tanzfläche auf. Pock! Und ein junger Mann liegt dann da mit Armen und Beinen in merkwürdigen Stellungen verschränkt, irgendwie mit einer kleinen Blutlache, die sich langsam auszubreiten scheint unter ihm, und alles so. Ja, ich wäre erstmal auch total geschockt, und dann würde ich aber im nächsten Moment auch hinrennen und würde erstmal gucken, ob ich überhaupt, ob der bei Bewusstsein ist, ob der Puls hat, und würde dann die Leute anschauen und würde sagen, hey, ruft einen Notarzt! Der ist, du siehst direkt, als du ankommst, der ist anscheinend irgendwie auf dem Kopf gelandet oder so. Das ist irgendwie eine dicke, fette Wunde. Du kannst fast bis auf den Knochen gucken. Und ja, der Kopf ist auch in einer merkwürdig schiefen Pose, in fast einem 90-Grad-Winkel vom Körper abgewinkelt. Und der ist definitiv hinüber. Dann würde ich da auch wirklich geschockt hocken und würde ihn nur anstarren und dann wieder zu den Leuten und würde dann in der Masse nach jemandem suchen, den ich kenne. James. Wenn ich ihn sehe. Ja, du siehst in der Masse rum einmal James, den Brandon, der auch auf dieser Etage des Floors ist, und auch die hübsche Frau kannst du an der Seite irgendwie an der Bar erkennen. Oh, das sind die einzigen Leute, die du jetzt so näher und ausgiebiger kennst. Dann würde ich mal Richtung Brandon schauen und würde sagen, mach doch was! Ja, der hat schon irgendwie so ein paar Leute irgendwie geschickt und es kommen so ein paar von der Security und ziehen diesen Körper irgendwie nach oben und so und schleifen den irgendwie so an die Seite und versuchen halt so Wiederbelebungsmaßnahmen zu machen, wo du weißt, es ist total sinnlos, und dann die anderen schirmen das so ab. Leute, alles klar, irgendwie die Party ist heute, glaube ich, zu Ende. Vorerst. Ja, ich würde dann langsam aufstehen und ziemlich geschockt in die Richtung des verunglückten Mannes schauen.
Ja, die zerren den irgendwie dann von der Tanzfläche runter. Als der Brandon nochmal zu denen hingelaufen ist und so ein paar Worte mit denen gewechselt hat, anscheinend total sauer war. Nicken dann nur ganz eifrig und ziehen die Leiche dann irgendwie zur Seite, irgendwie die Treppe hoch. Ja, und dann macht der Ben nochmal irgendwie so und dann schnips und dann geht die Musik wieder los. Und dann dreht er sich so rum zu der Menge und sagt: Ist nichts passiert, alles klar, der Mann hat sich nichts getan. Macht weiter, Leute, eine Freibierrunde für alle. Und die Leute, so als ob überhaupt nichts passiert wäre, drehen sich um und tanzen weiter. Ich würde definitiv diesen Kerl mit dem Typen hinterhergehen. Ja, der James kommt zu dir rüber und sagt: Verdammt, was ist denn da passiert? Ich habe ihn klettern gesehen. Wahrscheinlich wollte er sich irgendwie beweisen. Und dann würde ich würde aber weitergehen dabei und würde ihm danach auch wirklich keine Aufmerksamkeit mehr schenken, sondern würde wirklich den Typen folgen. Und sowohl mit den Augen als auch mit den Beinen. Und würde versuchen, da hinterherzukommen, weil ich nicht möchte, dass da jetzt einfach irgendwie das unter den Tisch gekehrt wird. Ja, die ziehen die Treppe hoch und ja, der Brandon überholt euch zwischendurch auch und läuft dann mit denen mit. Und ja, möchtest du direkt irgendwie bei denen bleiben oder möchtest du ein bisschen Abstand halten? Also ich würde schon ziemlich nah bei denen sein und würde aber abwarten, was die machen. Wenn die den jetzt einfach versuchen zu entsorgen, so à la ist halt Ja, passiert, die ziehen halt die dann Treppe hoch. wird. Ja, dann würde ich halt wirklich sagen, sag mal, piept's bei euch? Der kann sich ja noch mehr verletzen. Der Brennan dreht sich um und sagt: Kein Problem, den kennen wir schon, der macht sowas immer. Alles klar, der ist nur irgendwie, der ist ein bisschen Trotzdem komisch. hat er sich verletzt. Schau doch mal seine Kopfhaltung an. Ruf jetzt verdammt noch mal einen Ja, Krankenwagen. wir legen den oben auf die Bahre und dann erholt er sich und in ein paar Minütchen ist er wieder fit. Wenn du jetzt nicht den Krankenwagen rufst, dann rufe ich die Polizei und ich zück mein Handy. Er guckt dich so an und sagt so: Hey, alles in Ordnung, kannst mitkommen nach oben. Und dir kommt das gerade ziemlich plausibel vor, von was er sagt. Okay, dann würde ich einfach folgen. Ja, schaust rüber ein bisschen in Richtung James, der irgendwie jetzt total geschockt guckt. Und ja, ziehen ihn wirklich nach oben in diese Kabine, wo du dieses Riesenfenster gesehen hattest. Noch ein Stockwerk über dem, wo du bis jetzt warst. Und legen den da auf so eine Trage drauf und schieben so eine merkwürdige so eine Wanne unter diese Bahre, auf der liegt, und das Blut von dem tropft halt so langsam in diese Wanne runter. Und ich finde das immer noch plausibel. Also dass du mitkommen solltest schon, aber dass dem nichts passiert ist, das ist ein bisschen ja. Und ja, der James wendet sich so an den Brandon: Verdammt nochmal, was machst du hier? Was soll die Scheiße? Was weiß ich, was da passiert ist, meinte er dann. Und die unterhalten sich jetzt groß und so. Und dann Ich würde mich da meinte einmal er. schon mit sagen. Ich würde sagen, ich weiß, was da passiert ist. Er ist an euren Gestängen da oben rumgeklettert und anscheinend hat ihn keiner bemerkt oder da runtergeholt. Ich glaube nicht, dass das passiert ist. Ich glaube nur, Oscar hat wieder nicht aufgepasst. Jetzt Er ist Oscar. schiebt das nicht wieder alles aus Oscar. Ich habe ihm tausendmal gesagt, er soll da oben nicht trinken. Das weißt du genau. Hey, Mann, pass auf, was du sagst. Sie ist immer noch hier. Ja, und bald gehört sie eh zu uns, hast du gesagt. Also, so reden die halt. Was? Ganz, Ey, ihr könnt ganz, mich mal. ganz Ich rufe ruhig. jetzt den Krankenwagen und ich würde anfangen zu tippen auf dem Handy. Ja, lass sie den Krankenwagen rufen. Rufst den Krankenwagen. Oh, wird halt schildern, was passiert ist. Ja, wir Wir kommen sind. sofort. Gut. So, hast du ihr immer noch nicht gesagt, was hier los ist? Warum du sie heute eingeladen hast? Soll ich das etwa für dich machen? Hast du wieder keine Eier in der Hose oder was? Oh, verdammte Scheiße, ich wollte es anders machen. Oh, Mann. Ganz ruhig, der redet nur Müll.
Ihr redet beide nur Müll, falls es euch nicht aufgefallen ist. Nein, 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 nein. Verstehst das nicht? Vielleicht sollten wir besser gehen. Ich gehe nicht, bevor ich weiß, was mit ihm ist. Und ich zeige auf den Verletzten. Der tropft und blutet da langsam vor sich auf. Ja, und der Brandon geht so rüber und meint so, dass du schon immer Frauenprobleme hattest, das ist mir schon klar. Und dann geht so mit dem Finger so unten durch die Wanne. Und so ein... Mach los! Ich guck zu! Vielleicht kann ich ihr sogar assistieren. Vielleicht wird sie mein Kind. Hey, was hältst du davon? Ah, ja, verdammt. Ich schubse ihn. Ich würde den Brandon da wegschubsen und würde sagen, du Freak. Oh. Lass den Kerl in Ruhe. Also mit einem Typen hat er nichts gemacht. Er ist halt nur unten durch die Wanne gegangen. Ne? Ja, aber hallo? Ja, schon klar. Das gehört zu dem. Ja, es war mal da drinnen. Ja, es muss da wieder rein. Pass auf, James, du solltest dich beeilen, sie zu wandeln. Wenn die jetzt hier rausgeht und Stunk macht, dann weißt du, was passiert. Ja, die Maskerade, verdammte Scheiße. Willst du mir drohen? Sorry, Schätzchen, aber wenn ich drohe, dann merkst du das. Dann solltest du es besser nicht tun, denn solche Spielchen kann ich auch. Oh, ich bin gespannt. Das solltest du auch. Boah, Mann, Brennan, lass sie in Ruhe. Wir haben darüber gesprochen. Ja, und nun wegen meiner Großzügigkeit darfst du sie zum Kind machen. Und du hast es immer noch nicht hingekriegt. Jetzt mach doch mal endlich. Ich bin Oder schon lange kein nicht, Kind mehr. Könnt ihr mal aufhören, so einen Scheiß zu reden? Ey, wenn hier nicht dieser Typ liegen würde, wäre ich schon längst weg. So cool ist dieser Club nicht. Wie gesagt, James, kümmere dich drum, du weißt. Der James läuft so einmal um dich rum und stellt sich so zwischen dich und die Ausgangstür und meint so, guckt so nach unten und sagt so, ich kann dich nicht gehen lassen. Und hat so zu runterhängende Schultern. Ich würde mal in meine Handtasche greifen. Ja, was hast du in deiner Handtasche? Außer Frauenkram, den wir ich als männlicher Spielleiter überhaupt nicht begreifen kann. Die und Tiefen meiner Frauenhandtasche, ja. Uh-huh. Ja. Und gleichzeitig würde ich irgendwie auch so das Telefon festhalten. Mhm. Lass mich in Ruhe. Ich habe das nicht so geplant. Sollte anders ablaufen. Dann mach es jetzt nicht noch schlimmer, als du es bisher schon gemacht hast. Du hast mit der Sache hier nichts zu tun. Ich will nur, dass diesem Kerl hier geholfen wird und dass dieser Kerl mich in Ruhe lässt. Und jetzt lass dich nicht von ihm zu irgendwas aufhetzen. Lass mich zu nichts aufhetzen. Echt nicht. Aber ich kann dich auch nicht hier gehen lassen. Das werden wir sehen. Ja, und du siehst, er hat ein sehr, sehr trauriges Gesicht, als er so vor dir steht. Und, ja, was möchtest du machen? Ja, ich würde noch so ein bisschen abwarten, aber sobald er einen Schritt auf mich zumacht, würde ich Pfefferspray rausziehen. Er steht halt nur da und lässt dich nicht raus. Ja, naja, es kommen ja gleich Notärzte. Mhm. Ich warte. Ja, der Brennan steht da mit verschränkten Armen, guckt so ein bisschen runter auf den Dancefloor, guckt wieder Richtung mir. Auf was warten wir jetzt eigentlich? Also ich warte auf die Ärzte. Ah, ja. Und du wohl auf den Untergang deines Clubs. Ich glaube kaum. Willst du noch was zu trinken? Es kann was dauern, bis Ärzte auftauchen. Was soll das heißen? Es werden keine kommen. Weil sie niemals hier hinkommen.
Genau wie die Polizei, die kommen nicht hier hin. So. Bestechungsgelder funktionieren also auch auf anderen Ebenen. Oh, besonders gut, ja. Und jetzt habt ihr vor, ihn hier sterben zu lassen? Der ist schon hinüber. Schmeckt auch gar nicht mehr so gut, aber für den Notfall geht's noch. Man soll ja nichts Was bist du verschwenden. für ein Krimi? Hey, Ich würde so Richtung vielleicht ist Tür das gehen. Zeug gleich ganz nützlich. Was meinst du, James? Wenn sie gewandelt ist, hat sie bestimmt Hunger. Dann können wir das benutzen. Hey, das ist eine gute Idee. Ich würde einfach auf die Tür zu gehen und wenn sich James mir in den Weg stellt, dann besprühe ich ihn mit dem Pfefferspray. Okay, ja, das stellt sich dir natürlich in den Weg. Du sprühst mit dem Pfefferspray ihm so mitten ins Gesicht. Oder wie machst du das? Ja. Ja, und Mitten ins Gesicht und wird dann an ihm vorbeirennen, so schnell wie es geht und Tür aufmachen und raus. ja, das erste Problem ist dabei schon, du hast schon mal Kerlen mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Allerdings hat noch niemand so reagiert wie James, nämlich überhaupt nicht. Und als du ansetzt, an ihm vorbeizugehen, fährt er einfach nur einen Arm aus und zieht dich so an sich. Ich würde mich versuchen, so von ihm wegzustoßen. Er ist unglaublich stark. Dann versuche ich ihm in die Eier zu treten. Dann tritt mal mit Also mit dem Dexterity Knie und so, ne? Brawl. Und weil du kein Brawl hast, ist Schwierigkeit 7. Drei Erfolge. Ja. Du trittst mit voller Wucht, da ziehst dein Knie nach oben zwischen dahin, wo es richtig weh tut, und er verzieht keine Miene. Ja, ich würde mich versuchen, nach Leibeskräften zu wehren, auch wenn mich das schon ein bisschen panisch machen würde. Panisch versuchst du dich irgendwie loszureißen, diesen starken Arm, der dich festhält. Und dann schaust du so nach oben und es ist total merkwürdig, ihm jetzt ins Gesicht zu sehen, diese ganzen. Auch fließt ihm so der Rest von dem Pfefferspray irgendwie noch so im Gesicht entlang. Und er meint so: Sorry, aber das sollte echt anders sein. Und du meinst irgendwie zu erkennen, dass so eine leicht Träne, ist das eine Träne, die ihm aus dem Auge läuft? Aber es ist ein Blutstropfen. Merkwürdig. Und dann verzerrt sich sein Gesicht und du siehst messerscharfe Schneidezähne, wie sie aus dem Oberkiefer herausspringen. Und er sagt noch einmal, dann mit dieser Art von verzerrtem, tierhaftem Gesicht: Es sollte anders sein. Und nimmt die Ich andere versuche ihm Hand. das Spray direkt in den Mund Ja, zu der hat sich halt so, er hat dich halt sprayen. mit dem einen Arm hält dich so richtig fest, du hast halt kaum Bewegungsfreiheit und zappelst und Ja. er nimmt die andere Hand, gibt deinen Kopf beiseite und beißt zu. Und im ersten Augenblick bist du natürlich total geschockt, alleine schon von der Situation. Und im nächsten Augenblick durchkommt dich dieses wohlige Gefühl, das nur ein Vampirkuss verbreiten kann. Und dir ist alles auf einmal egal. Du fühlst, wie er das Blut aus deinen Adern heraustrinkt und du möchtest, dass es nicht aufhört. Und gleichzeitig spürst du, wie dein Herz versucht, den Blutfluss aufrechtzuerhalten, gegen den Sog zu kämpfen. Und aber du weißt auch, das Herz wird verlieren, diesen Kampf. Und zuerst werden deine Beine, dann deine Arme und Hände taub. Dann knickst du ein, weil deine Füße dich nicht mehr halten und du bist in dem starken Griff noch und du musst deine Gegenwehr einfach loslassen. Und ja, dann läuft irgendwann ein Film vor deinen Augen vorbei, wo dein ganzes Leben noch einmal abläuft und dann fällst du in Ohnmacht. Aber kurz bevor du in Ohnmacht fällst, natürlich, kriegst du noch mit, wie du auf eine zweite Trage gelegt wirst, neben dem Typen, der da oben aus dem Dach gefallen ist. Und
Ja, James lehnt sich so über dich und sagte: Kann nicht vorbei sein, Emma. Du bist meine Muse und ich bin deine Muse. Wir brauchen uns gegenseitig. Du musst überleben. Überlebe. Und er schneidet sich so mit dem Fingernagel irgendwie die Pulsader auf und drückt die so auf deinen Mund. Und instinktiv beginnst du mit dem Trinken des Blutes. Weiß gar nicht, woher dieser Instinkt kommt, aber du hast ihn. Und es schmeckt ziemlich gut. Und dann erst wirst du ohnmächtig. Okay. Und erwachst wenig später wahrscheinlich, wer weiß das schon so genau, ob es wenig oder viel später ist, in einem merkwürdigen Raum, der mit Polstermöbeln ausgestattet ist. Du liegst irgendwie noch in den Klamotten, die du sonst anhattest, halt quer auf der Couch. Mit so ein paar weichen Kissen irgendwie den Kopf irgendwie gepolstert. Du fühlst dich unglaublich dizzy und hast irgendwie alles verschwimmt so ein bisschen vor deinen Augen. Du fühlst dich schwach. Du hast unglaublichen Hunger. Und mit dir im Raum sind Brennan, James und ein dir unbekannter Mann, der Nein. so aussieht. Und ja, die scheinen sich uns zu unterhalten und der Unbekannte merkt wohl als erstes, dass du wohl aufwachst und meint so: Ey Leute, sie wacht auf. Geht dann so zu dir rüber. Ja, ich würde so versuchen, mich aufzurappeln, aber so weit wie möglich Abstand von den drei Kerlen zu nehmen. Und würde die auch so angucken, so ganz geschockt, so. Und dann würde ich so um mich rumtasten, ob ich irgendwas habe, womit ich mich zur Wehr setzen kann. Ja, Kissen. Kissenschlag! Im Notfrist der Teufel fliegen. Ja, James kommt zu dir rüber und nimmt diesen Typen, der dir unbekannt ist, an der Schulter und sagt: Ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Und von hinten kommt dann noch so ein gehässiger Satz von Brennan: So, ja, besser ist das, besser ist das. Und ja, geht zu dir rüber und kniet sich so neben das Sofa in gebührigem Abstand, lässt dir Platz und meint so: Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Knickt dann so ein bisschen ein. Lass mich einfach gehen. Es ist nicht mehr so einfach, wie es war, Emma. Es ist alles ganz einfach. Sorg dafür, dass die mich in Ruhe lassen und dass ich gehen kann. Und dann werden wir nie wieder ein Wort darüber verlieren. Und ich würde so versuchen, aufzustehen. Ja, du hast noch so klapprige Knochen und ja, es fällt dir sehr schwer, dich irgendwie auf den Beinen zu halten. Und ja, im ersten Augenblick, wo du so kippst, drohst du wieder irgendwie nach vorne zu kippen, kannst dich dann abfangen und kippst dann zurückwärts auf die Couch zurück. Und ja, der James macht schon so einen Ansatz, irgendwie dich aufzufangen, merkt dann aber, dass es vielleicht gerade nicht angebracht ist und lässt dich irgendwie zurückfallen in die Kissen. Meint so: Du bist noch schwach, brauchst was zu essen. Ja, lass uns einfach einen Burger essen gehen. Nein, so funktioniert das nicht mehr, Emma. Das war gestern. Pizza? Nein. Okay, asiatisch. Auch nicht, Emma. Weißt du, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche Lass doch die möchtest du Schlechte einfach weg. zuerst hören? Wenn eine davon beinhaltet, dass die zwei Typen den Raum verlassen, dann bitte zuerst die. Er guckt sich so um und macht so eine Geste irgendwie mit dem Kopf und die beiden. Und der Brennan fängt an irgendwie zu kichern und zieht dann den anderen irgendwie an der Hand irgendwie aus dem Raum heraus. Und dann schließen hinter sich die Tür.
Verschließen oder schließen? Schließen. Gut. Also dann würde ich schon mal ein bisschen entspannter reingucken und dann aber so erwartungsvoll zu James. Was soll der Scheiß? Ich wollte, dass es anders läuft. Es sollte ein echt schöner Abend werden und am Ende des Abends wollte ich dich fragen, ob wir das Gleiche teilen, ob wir das die gleiche Liebe teilen, weißt du? Nicht so, wie wir das... James, du weißt, das ist nur so zwischen uns Spaß. Ich habe dir gesagt, dass es keine Beziehung ist. Das meine ich nicht. Keine Beziehung, Emma. Das, was ich von dir wollte, habe ich dir von ersten Augenblick an gesagt, wo ich dich habe singen hören. Was meinst du, warum ich immer wieder gekommen bin? Nicht, willst, weil ich, nicht, weil ich dich ins Bett kriegen wollte oder so. Dieses Verlangen habe ich lange hinter mir gelassen. Es war schön, ja. Nett! Aber... Nett! Nein, 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 so meine ich das nicht. es war schön, aber... Die Muse, Emma, die Muse. Hast du das nicht gefühlt, dieses Gefühl, wenn wir zusammen uns anblicken, dass du singen kannst und ich tanzen und wir haben uns ergänzt. Weißt, das war was Besonderes und das ist etwas Besonderes und ich möchte, dass das bestehen bleibt. Du hast dieses Lied aufgenommen an dem Tag, nachdem wir uns getroffen haben. Und du hast mir geschrieben, du hättest noch nie so leicht singen können wie an diesem Tag. Stimmt das nicht? Ja, wir können gerne Musik zusammen machen, aber warum dann dieser ganze Scheiß hier? Das hätte. Stimmt es oder stimmt es nicht? Ja, aber was ich. Da hatten wir eine gute Zeit miteinander. Heute war alles andere als eine gute Zeit. Es sollte heute gar nicht passieren, dass dieser Depp sich da oben nicht benehmen kann. Hat mir alles kaputt gemacht. Ich schaue ihn wirklich nur so ratlos an und... James, bitte, ich brauche einfach nur meine Ruhe. Ich muss jetzt erstmal... Ich verstehe überhaupt nicht, was hier abgeht. Er steht auf und läuft so auf und ab durch den Raum, fährt sich so mit den Händen mehrmals übers Gesicht so und klopft sich so auch teilweise so gegen den Kopf und dann meint so, naja, reiß dich zusammen. Es ist jetzt passiert. Es ist passiert, Emma. Es ist passiert. Egal, ob du das Was gleiche gefühlt passiert? Hast wie ich. Und er guckt so ein bisschen wütend in deine Richtung. Ich würde jetzt auch mal wütend aufspringen, sofern mir das denn möglich ist, körperlich. Ja, es ist, wie gesagt, du bist unglaublich schwach und du hast mal unglaublichen Hunger. Also so einen starken Hunger, wie du den noch nie hattest. Also ich würde versuchen, wütend aufzuspringen, würde wahrscheinlich wieder nach hinten umkippen. Ja. Das würde mich noch wütender machen. Daraufhin würde ich ihn wütend angucken und würde sagen, ich gehe jetzt einen Burger essen. Und was du machst, ist mir scheißegal. Und was hier passiert ist, ist mir scheißegal. Ich habe einfach verdammte Scheiße Hunger! Ich kenne das Gefühl, Emma. Aber du wirst diesen Hunger nicht loswerden, wenn du einen Burger isst. Nie wieder wird dein Burger deinen Hunger stillen. Glaub mir, die Zeiten sind vorbei. Was redest du da? Du bist nicht mehr dieselbe Emma wie gestern, Emma. Ach, der Nacht garantiert nicht. Ich hab etwas mit dir gemacht, weil ich dachte, dass wir dasselbe teilen. Aber anscheinend habe ich mich geirrt und dann war es ein Fehler. Aber ich kann es nicht wieder zurücktun. Ich kann es nicht zurückdrehen, Emma. Ich kann die Zeit nicht beeinflussen. Könntest du bitte Klartext reden, James? Verdammt! Und er guckt so in deine Richtung und entblößt seine Vampirzähne. Ich bin ein scheiß Vampir, Emma. Ein scheiß Vampir. Oh ja, und du glitzerst in der Sonne. Nein. Ich kann nicht in die Sonne, weil ich daran sterbe. Vielleicht hätte ich heute Abend dann besser Knoblauch essen sollen. Es hätte nichts geändert.
Aber du bist auch ein. James, was soll das bringen? Du bist auch ein Vampir, Emma. Ich habe dich gewandelt gestern Abend. Dachte. Ich würde mal so an mir runtergucken. Ich brauche. Sehe ich irgendwie vampirmäßig aus? Siehst aus wie immer. Außer, dass du vielleicht ein bisschen bleich bist, aber gut, dir geht's ja auch gerade scheiße. Ja. Ich brauchte das, was du mir gegeben hast, Emma, und ich dachte, du brauchst mich auch. Ich dachte, es hat sein Recht und ich habe viel dafür bezahlt, dass ich das machen darf. Es ist nicht. Ich bin doch keine Nutte. Nein, ich habe nicht dich bezahlt. Ich hab Brennan bezahlt. Könntest du bitte von vorne anfangen und es vernünftig mit allen Details erzählen? Vielleicht würde ich dann verstehen, was du meinst. Also es ist verboten, jemanden zu wandeln. In einen Vampir. Ja, in einen Vampir. Es ist Warum verboten. hast du es dann getan? Weil ich dachte, wir hätten etwas zusammen. Und das muss man, das, also, Ich ich hätte lasse mich dich, jetzt mal auf dieses ich hätte Spielchen dich ein, gest, James. ich Nein, hätte. nein, nein, James. Ich lasse mich jetzt mal auf das Spielchen ein. Ich bin ein Vampir. Ja, er dreht so Du mit den bist Augen und ein schüttelt so mit dem Vampir. Kopf. Und wir können nur auf dieser Vampirebene gemeinsam Musik hören, tanzen, machen. Für immer, Emma, für immer. Für immer. Nur mal angenommen, ich wäre ein Vampir. Hast du irgendwelche Beweise dafür? Was willst du für einen Beweis? Keine Ahnung, komm mit einem Kreuz und lass mich sterben, keine Ahnung. Kreuze wirken nicht. Genauso wenig wie Knoblauch oder fließendes Wasser. Das ist alles Ist ja gut, dann Hollywood, kann ich Emma. das weiter waschen. Also, Warte. ich versuche mal wieder so mich ein bisschen aufzurichten, Ja. also Es, wie gesagt, es hinzustellen. fällt dir immer noch. Vorsichtig diesmal. Du hast Hunger, Emma, nicht wahr? Warte. Der geht so zur Tür und macht die so einen Spalt weit auf und du kannst so das Gesicht von diesem anderen Typen erkennen, der da noch im Raum war. Die flüstern was miteinander. Warte, er holt was zu essen. Danach geht's dir besser. Aber du Wenigstens musst mir etwas. glauben. Du musst mir glauben. James, ich versuche es, aber das ist ziemlich Unglaublich, ja, ist es. nennen wir es unglaublich. Oh, verdammt nochmal, wo bleibt der denn mit dem Essen? Ja, und die Tür geht auf und der Typ kommt rein und hat eine von diesen Gothic-Chicks irgendwie an der Hand und führt die so in den Raum rein und James nimmt die dann quasi, die torkelt auch schon so ein bisschen dizzy, so. Und als du die das erste Mal siehst, merkst du sofort irgendwie, dass irgendwas in deinen Ohren irgendwie nicht richtig sein kann. Du hörst die Musik von gestern hörst du nicht mehr, aber es ist dieses Puckern, was du hörst. Und dann guckst du dich um, woher das kommt. Und das scheint von diesem Mädchen zu kommen. Und du siehst die Halsschlagader, wie sie gegen die Haut drückt. Das normalerweise hast du noch nie gesehen. Aber das ist so offensichtlich und das macht dir, das, ja. Das lässt dir so das Wasser im Mund zusammenlaufen, als du das siehst. Ich würde halt so auf die Halsschlagader starren und Die dann sieht so lecker fragend zu aus. James und dann wieder auf die Halsschlagader und würde mich aber so versuchen, davon loszureißen. James, was soll das? Musst was essen. Das Ja, ist dein richtig. Essen. Bitte? Keine Sorge, sie macht das freiwillig. Ja, ich würde
würde sie so angucken und würde mal so vor ihren Augen Ja, sie lächelt dich an und meint so: Ja, mach das echt freiwillig, keine Angst. Ist das erste Mal, oder? Ich würde sie so ziemlich entsetzt angucken, dann würde ich zu ihm gucken. Ihr spinnt alle, oder? Ist das so eine Sekte, oder? Nein, nicht wirklich. Aber du musst jetzt was essen. Warte, komm. Und zieht so einen Stuhl neben die Couch und das Mädchen setzt sich und dreht dann auch so schön so den Kopf so an die Seite, dass man das noch besser sehen kann und dass du es noch lauter hörst, dieses Puckern und so. Du musst trinken. Warte, ich zeig dir, wie man das macht, und entblößt wieder die Zähne und setzt dann an und trinkt. Ganz kurz. Und dann siehst du dann halt auch diesen Biss, diese Bissspuren in ihrem Hals. Wie Jetzt reagiert sie da drauf? bist du total hin und weg. Also, haha. Jetzt du. Ich Ich weiß, es habe ja ist die ungewöhnlich. Zähne auch gesehen, oder? Ja, und Bei ihm. du merkst, irgendwas in deinem Mund ist auch anders. Und du fühlst du noch, oh, und du hast auch Fangzähne. Fucking shit! Ja, läuft da noch so ein bisschen Blut runter? Ja. An ihrem Hals? Riecht gut, oder? Das riecht super. Ja, wenn wir schon mal an dieser Stelle sind, kannst du ja mal einen Self-Control-Wurf machen gegen die Neuen. Scheiße. Eine 10. Keine Eins dabei? Nein. Einsen negieren ja Erfolge. Okay, dann kannst du dich gerade so im Zaum halten. Willst gerade schon so. Und merkst, dass irgendwas in dir ist, irgendwas, was du nicht kennst bisher. Vielleicht sowas Ähnliches wie wenn du in einer Ekstase warst mit irgendeinem Sexpartner, den du mal hattest oder so. So ähnlich fühlt sich das dann nur viel stärker und viel urtümlicher und viel gewaltiger. Und das brodelt so in dir hoch. Und das ist auch der Moment, wo halt auch wirklich die Zähne dir richtig bewusst sind. Du willst sie in diesen Hals schlagen und dann mit aller Gewalt kannst du dieses Ding in dir runterdrücken. Und ja, du musst dazu wirklich auch die Hände so verkrampfen und dich wirklich geistig richtig anstrengen, damit dieses Gefühl weggeht. Irgendwas in dir ist da und es will das Blut dieses Mädchens trinken. Ich würde zwischen James und dem Mädchen hin und her schauen und würde immer wieder mit dem Blick auf dieser Blut landen, was so an ihrem Hals runterläuft. Und irgendwann würde ich mich zu ihr vorbeugen und nur so ein bisschen mit der Zunge über das Blut fahren. Unglaublich, dieser Geschmack. Dieser, ja, und ja. Kannst es so ablecken und merkst dann auch, als du über die Wunde drüber leckst, dass die Wunde sich verschließt. Und jetzt Würde ich erstmal so ist da. zurückschrecken und dann. Das ist, wie wir unsere Spuren verwischen. Wenn du gegessen hast, leckst du über die Wunde und sie verschwindet. Sonst würden ziemlich viele Menschen da draußen mit irgendwelchen Vampirwunden durch die Gegend laufen. Das wäre sehr unangebracht, findest du nicht? Ihr saugt sie nicht komplett aus. Nein, warum sollten wir? Hollywood? Vergiss Hollywood. Ich würde noch mal so dieses Mädchen mustern und so für mich nach einem Zeichen suchen, so nach dem Prinzip, ja, bitte mach. Genau, ja. Komm Und schon, dann würde ich das tatsächlich ist echt meine. gut. Ich schmecke gut, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich würde meine Zähne in sie reinschlagen. Ja, und es ist ein unglaublich mega gutes Gefühl und du kannst noch mal einen Self-Control mal die 8. Du es schaffst rechtzeitig aufzuhören. Ein. Ein.
Es ist mega schwer, an sich zu kontrollieren, und dann irgendwann du saugst weiter und es schmeckt gut und du merkst, wie die Kraft zurück in deinen Körper mit jedem Schwall Blut, der in dich eingeht, merkst du, wie du stärker wirst. Und du möchtest gar nicht aufhören zu trinken und trinkst und trinkst und trinkst. Und du merkst, wie dieses Mädchen unter dir irgendwie in totale Ekstase gerät. Und irgendwie total so wegdriftet und so, ja, sagt. Und ja, und du trinkst weiter und irgendwann hörst du dann von irgendwo ganz weit weg, hörst du James rufen, stopp, stopp, nein, das ist nicht, nein, hör auf. Und das Nächste, was du fühlst, ist, dass dich jemand von ihr wegzerrt. Ja, und dann, das Nächste, dann wirst du wieder klar im Kopf und siehst dann, wie das Mädchen so vom Stuhl kippt. Und du halt merkst, wie dir noch die letzten Blutfetzen so irgendwie aus dem Mund rauslaufen und leckst instinktiv nochmal genüsslich den Rest ab, den deine Zunge erreichen kann. Und siehst dann das Gesicht von James. Hätte wissen müssen, das war gerade noch so geschafft. Du musst dich kontrollieren können, Emma. Ja, ich würde mir halt nochmal über die Lippen lecken und. Ja, du fühlst dieses Etwas in dir drin, dieses Tier, das hat Oberhand gewonnen über dich, ja. Du darfst das Tier nicht gewinnen lassen, Emma. Nicht, nein. Ich würde zu dem Mädchen schauen und dann wieder zu James. Mehr. Warte. Und er geht zu dem Mädchen rüber und nimmt die so irgendwie auf den Arm und trägt die raus. Und führt einen Burschen irgendwie so auch an die Anfang 20 irgendwie dann rein. Der auch so ein bisschen verdoppelten Blick hat. Und hier ist noch mehr. Ich würde, also, aber so beherrsch dich. Er damit du musst das lernen, Emma. Pass auf, dass du nicht alles trinkst. Ich würde halt, sobald er mit dem Typen reinkommt, würde ich den so. Ich bin hoffentlich jetzt wieder stark genug, dass ich aufstehen kann. Ja, diesmal kannst du aufstehen, genau. Und würde den dann auch so gegen die Wand drücken. Mhm. Oder die Tür, je nachdem, was da eben als nächstes ist. Ja. Würde mich so an dem. An ihn drücken, ihm ja, erst über den Hals lecken. Das gefällt ihm sehr, sehr gut, ja. Und würde dann meine. Du merkst, wie es ihm gefällt. würde dann meine Zähne auch in seinen Hals. Ja. Gleiche schlagen. Reaktion wie bei dem Mädel von eben. Und du trinkst wieder und kannst nochmal Self-Control würfeln. Dass dir diesmal besser gelingt, dich zu beherrschen. Zwei Erfolge, tatsächlich. Diesmal schaffst du es, irgendwie abzuschätzen. Also gegen die 8 wieder, ne? Mhm, genau. Gegen die 8. Und schaffst es diesmal, dich besser einzuschätzen, wie viel du trinkst. Und da du auch schon ein bisschen getrunken hast, fällt es dir wesentlich einfacher. Und dieser lässt dann irgendwie widerwillig schon, aber du lässt von ihm ab. Und siehst dann immer noch dieses Restblut, was irgendwie in der Wunde ist. Was hatte James eben gesagt mit den Spuren? Ja, ich würde auch wirklich, also nicht nur das, die Wunde verschließen, sondern auch wirklich noch genüsslich das letzte Blut ablecken, was da rausgelaufen ist. Die Wunde verschließt sich wieder vor deinen Augen. Und du fühlst dich satt. Also nicht wirklich komplett gesättigt, aber du fühlst dich satt und stark genug, dass. Dieses Hungergefühl ist weitestgehend verschwunden. Du merkst nur noch dieses Tier, wie es in dir rebelliert und heraus will, aber du schaffst es jetzt relativ einfach, es zu unterdrücken. Wo du eben noch Schwierigkeiten hattest und dich so richtig geistig anstrengen musstest, ist irgendwie runterzufahren. Du merkst dann auch, wie die Zähne wieder sich in deinen Oberkiefer zurückschieben und nicht mehr vorhanden sind, spürst du es dann irgendwie, wenn du kontrollierst. Und James steht vor dir und ist ein bisschen erleichtert, führt den Typen dann irgendwie auf die Couch, dass er sich so hinlegt und der ist irgendwie weggetreten und liegt dann da so halb. Sehr ich würde gut. Den Typen halt anschauen, würde dann auch zu der Couch gehen und würde sagen, habe ich es kaputt gemacht?
Die Frau, ich hoffe nicht. Sie kann einiges ab. Sonst hätte ich sie nicht ausgewählt, weil es ist immer schwierig beim ersten Mal. Und ihm geht's gut. Er hat die Zeit seines Lebens, glaube ich. Und dann würde ich mal so, nachdem ich den auf der Couch halt noch eine Weile angeschaut habe, würde ich dann zu James schauen und ihn mal so mustern von oben bis unten und würde dann sagen, warum? Ich dachte, da wäre was. Und der Schub schaut so wirklich so verlegen halt zur Seite. Denn ich hatte wohl Unrecht. Ich kann meinen Fehler nie wieder gut machen, Emma. Ich kann ihn nicht wieder gut machen. Ich bin ein Vampir. Ja, Emma, du bist ein Vampir. Unsterblich. Ich habe dir das gegeben, wonach viele Menschen sich sehnen. Wie du hast gesagt, Kreuze und Knoblauch und so funktionieren nicht. Wie ist das mit dem Licht? Sonnenlicht tötet. Es lässt uns in Flammen Schön. aufgehen. Meine Beach-Tage sind dann wohl gezählt. Er guckt wieder so irgendwie. Du merkst, dass ihm das echt schwer fällt, dieses Gespräch zu führen. Einfach weil er sich was komplett Also anderes ich. davon versprochen hat und Ich würde mich umdrehen und würde auch so ein bisschen meine Stirn reiben und würde versuchen, erstmal überhaupt damit klarzukommen und immer mal so zu ihm mich umdrehen, was sagen wollen, dann wieder den Mund schließen, wieder so. Ich komme darauf gerade nicht so richtig klar. es ist schwer am Es gibt Anfang, ich Vampire. weiß. Ja. Ich bin ein Vampir. Ich kann nicht mehr in die Sonne gehen. Wie mache ich das meinem Vater klar? Das ist wahrscheinlich schwer. Du Scheiß. wirst wahrscheinlich den Kontakt abbrechen müssen. Das ist so das Beste. Was? Ja. Nein. Garantiert nicht. Warum soll ich den Kontakt zu meinem Vater brechen? Er wird das schon verstehen. Du kannst nicht zu ihm Vielleicht hingehen muss ich es und ihm ihm auch nicht sagen, dass du sagen. ein Vampir bist. Weißt du, wir Vampire, wir haben Regeln. Und ohne diese Regeln würden wir nicht überleben. Unterbreche mich, wenn ich mich irre, aber hast du nicht gesagt, dass eine dieser Regeln ist, dass du mich nicht zum Vampir machen darfst? Richtig. Ich habe, wie gesagt, viel dafür bezahlt, dass ich die Erlaubnis bekommen habe. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil mich hat keiner gefragt. Ist das jetzt Ich nur deine wollte dich fragen, verdammt, und PR-Bombe, dann oder? bist du wieder irgendwie so, weißt du? Brennen, dieser Arsch und dieser scheiß Nosferatu. Dieser was? Nosferatu. Was? Er war es, der den Kerl getötet hat gestern. Glaub mir, Ein anderer Vampir. er wird dafür büßen. Brennan wird ihn damit nicht davonkommen lassen, aber er hat mir alles kaputt gemacht. Er hat ein Menschenleben zerstört. Ja, und das sogar in der Genommen. Öffentlichkeit. Ja, das ist natürlich viel wichtiger, dass es in der Öffentlichkeit war. So, die Menschen, nun, sie sind wichtig, ja, aber wichtiger ist das, was wir sind. Lieber ein Mensch geht, als dass unsere Gesellschaft da niedergeht. Das musst du einsehen.
Heißt Also das, das, ihr sie hatte werdet, wenn trotzdem ich es nicht meinem das Recht, Vater das. erzähle, Also, werdet ihr ihn töten, oder? ja, nicht nur ihn, wahrscheinlich sogar dich selbst auch. Wir nennen es die Maskerade. Wer die Maskerade bricht, ist des Todes. Es wird diesem Nosferatu recht geschehen. Er war schon immer ein bisschen lebensmüde, aber damit kommt er nicht davon. Ich werde persönlich dafür sorgen und in dem Moment zerbricht er so einen Stift, den er irgendwie in der Hand gespielt hat, so macht so Knack und er zerbricht den so in der Hand. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er seine Strafe bekommt. Und wenn ich ihn bis ans Ende dieser Welt jagen muss. Er soll sich nur in seiner Scheißkanalisation verstecken. Ich werde ihn suchen und ich werde ihn finden. Er hat mir alles kaputt gemacht. Ich muss darauf erstmal klarkommen. Darf ich gehen? Es ist hell draußen. Du schaust auf die Uhr und tatsächlich ist es irgendwie ja 6 Uhr abends. Das heißt, ich bin hier verdammt nochmal gefangen? Solange bis die Sonne untergeht, kannst du natürlich nach draußen gehen, aber du würdest sterben. Endgültig. Und wie stellst du dir das mit dem Trinken vor? Also soll ich jetzt Menschen jagen, oder? Das ist das, was wir tun, um zu überleben. Du kannst hier hinkommen in den Club. Brennan hat immer ein paar von diesen Leuten, die freiwillig von sich trinken lassen. Du musst ihn dafür bezahlen, dass du es. Das, aber wenn du nicht jagen willst, ist es die beste Alternative. Ich würde mal, gibt es in dem Raum ein Fenster oder sowas? Nee, eben nicht. Das ist das Merkwürdige an diesem Raum. Er ist komplett verschlossen. Es gibt so eine Klimaanlage, die ganze Zeit surrt, aber. Wenn es dunkel wird, kann ich gehen. Ja, wenn du uns versprichst, dich an unsere Regeln zu halten. Die Maskerade. Genau. Muss ich den Kontakt zu meinem Vater abbrechen? Oder darf ich ihm nur nicht erzählen, dass ich ein Vampir bin? Solange du die Dass Maske. ich Es liegt an dir. das Ich bin. rate dir dem. Gibt nichts Schlimmeres, als seine Lieben sterben zu sehen und selbst nicht zu altern. Irgendwann wird er merken, dass irgendetwas nicht stimmt. Und den enttäuschten Blick auf seinem Gesicht möchte ich dir ersparen, Emma. Besser schnell und jetzt, als in ein paar Jahren schmerzvoll und mit lauter Hass und Unverständnis. Gibt es noch mehr Regeln? Ja, er wird mit dir über die Traditionen der Camarilla sprechen. Er wird dir auch erzählen vom Sabbat und von den Anarchen. Und wird dir sagen, dass du zu einem Clan gehörst von Vampiren, zum Clan Toreador. Und er wird dir sagen, dass du ja, die Kunst und die Schönheit mehr zu schätzen weißt als jeder Mensch und jeder andere Vampir und jedes Wesen auf der Welt. Aber dass das gleichzeitig dein Schwachpunkt sein wird. Und wenn du dich jetzt zurückerinnerst, wo er irgendwie das erste Mal, wo du ihn das erste Mal getroffen hast, in dem Club, wo du gesungen hast, dann erinnerst du dich auch, wie gebannt er da stand, als du gesungen hast, und wie die Leute halt um sich herum sich bewegt haben und er einfach nur gebannt da stand und dir zugehört hat. Das ist auch das, was dich auf ihn aufmerksam gemacht hat. Und ja, er erzählt das auch so, dass das deine Schwäche sein wird von ab sofort. Und dass du deswegen
sollst die Kunst wertschätzen, noch viel mehr, als du es vorher getan hast. Ja, und dann erzählt er dir halt auch, wie die Vampire hier organisiert sind, dass es einen Prinzen gibt und dass er das Oberhaupt der Vampire dieser Stadt ist und dass jede Stadt sein eigenes Oberhaupt hat. Und ja. Und es halt wie manche Städte halt auch gar nicht zu eurer Sekte gehören, sondern zu einer anderen und dass man sich quasi mit der anderen Sekte in einem Krieg befindet. Und dass der Prinz von Chicago aber dafür sorgt, dass der Sabbat draußen bleibt und dass die Vampire hier in der Stadt ruhig und friedlich leben können. Ja, und du gehörst jetzt halt dazu. Und ja, kannst ja mal einen Wurf machen auf Intelligence und Alertness. Auf die 6, wenn ich nicht. Schwierig. Zwei Erfolge. Zwei Erfolge, dann fällt dir auf, dass er dir vom Prinzen erzählt der Stadt, dass es das Oberhaupt ist, der dir die Regeln festlegt und so, und dass dieser Prinz Lodin heißt. Und dann fällt dir auf, aber er hat Brennan bezahlt dafür, dass er dich schaffen darf, dich erzeugen darf. Irgendwas stimmt da nicht. Moment, dieser Lodin hat hier das Sagen. Richtig. Warum hast du dann Brennan bezahlt, um diese Farce zu veranstalten? Lodin lässt sich nicht bestechen. Das heißt, Brennan hat gesagt, er sorgt dafür, dass ich ungeschoren davonkomme mit der Zeugung. du und ich? Du auch. Wir gehören zusammen. Auch wenn du das vielleicht nicht magst, aber ab sofort wird uns etwas verbinden oder verbindet uns jetzt schon. Vielleicht spürst du das irgendwie ist. Man nennt es Blutsband. Es ist zwischen deinem Erzeuger und seinem Kind immer vorhanden. Und Ich würde noch mal auf die Uhr schauen. solange du nicht bereit bist, für dich selbst zu sorgen, bin ich für dich verantwortlich. Ich bin 21. Ich kann für mich sorgen. 21 ist in der Welt der Vampire kein Alter. Ich bin 102. Fuck. Ja, wie gesagt, sie würde noch mal auf ihr Handy gucken, wie spät es ist. Ja, du weißt nicht genau, wann Sonnenuntergang ist. Es ist jetzt kurz nach 8. Ich muss das erstmal verarbeiten, James. Das ist etwas viel. Schon klar. Weiß aber, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wenn die Sonne untergegangen ist, werde ich dich nach Hause begleiten. Dann kannst du tun, was du immer auch du tun musst. Was ist mit diesem Brennan? Wird er mich in Ruhe lassen? Dafür habe ich nie bezahlt. Du bist mein Kind. Er wird sich dir nicht nähern. Dein Kind. Es gibt keinen besseren Begriff dafür. Du bist meine Muse. Ich bin deine. So sollte es sein. Ich will nach Hause. Warten wir noch eine halbe Stunde, dann sollte es gut sein.
Ja, dann würde sie sich wieder auf die Couch fallen lassen und da ziemlich verdattert rum sitzen. Ja, kannst du ja vielleicht mit deinem Handy noch ein bisschen über Vampire googeln oder so. Hilfe, ich bin ein Vampir, was mache ich dann? Weiß nicht, ob ich darauf kommen würde. Nein. Und ja, wie gesagt, er hält Wort und ihr verlasst diesen Raum und kommt dann irgendwie auf der dritten Ebene des Clubs irgendwie dann durch die Tür nach draußen. Und siehst hier, der Club ist komplett leer. Ein paar Leute sind da, die wohl irgendwie ein bisschen aufräumen oder die den Club vorbereiten für den nächsten Tag. Aber es sind wirklich nur ein paar Angestellte, die du halt an ihren T-Shirts auch erkennen kannst. Staff-Member. Die einzigen, die du sonst noch sehen kannst, sind Brennan, da siehst du nicht. Aber du siehst diesen unbekannten Mann, wie der auf der Empore steht und mit dem jungen Mädchen von gestern in dem weißen Kleid spricht. Die anscheinend auch hier ist. Würde mal so mit dem Kopf in die Richtung von den beiden nicken. Lass mich raten. Auch Vampire? Ja. Alle hier in dem Club. Nicht alle. Viele. Die Vampire kommen hier gern hin, weil dies ein Ort ist, in dem sie in Ruhe trinken und naja, die Welt vergessen können. Ich brauche einen Kaffee. Ich glaube nicht, Emma. Kaffee trinken ist vorbei. Mir ist gerade. Das werden wir sehen. Okay. Ja, dann fährt er dich halt nach Hause, diesmal nicht in der Stretch-Limo, sondern mit einem anderen Wagen, hat so einen ganz alten Chevy, den er benutzt irgendwie, und der ist nicht verrottet und verlattert und so, er ist einfach nur ist halt ein Oldtimer, der schön instand gehalten worden ist. Und ja, ist aber trotzdem ein anderes Gefühl jetzt, als du nach Hause kommst, als mit der Limousine vorzufahren. Und du weißt jetzt, wo wir auf das Grundstück zurückfahrt, dein Vater wird zu Hause sein jetzt schon. Eigentlich hattest du auch geplant, nicht erst am nächsten Tag kurz nach 9 wiederzukommen, sondern also mittlerweile ist es schon kurz vor 10. Aber Ich glaube, ich wäre auch ziemlich in Gedanken versunken und erst als ich dann so die Auffahrt hochfahre, würde ich dann bemerken, wo er mich hinfährt und würde dann noch sagen, spinnst du? Ich kann doch jetzt nicht hierher. wo willst du hin? In meine Wohnung. Und ich würde ihm die Adresse geben. Ach, du wohnst noch zu Hause, deswegen. Nur manchmal. Das ist das, was ich von dir Aber wusste. ich. Ja, ich würde halt nicht weiter drauf eingehen, sondern aus dem Fenster starren. Ja, gut, er dreht um und fährt dich zu deiner Wohnung. Ja, ich würde dann auch aussteigen, sobald wir da vorhalten und würde Richtung Tür gehen. Ja, du hast inzwischen übrigens auch mindestens 10 Nachrichten von deinem Vater bekommen, wo du denn bist. Darum kümmere ich mich, wenn ich meine Ruhe habe. Ja, also ich gehe zur Tür und schließe auf und gehe rein. Ja, Und James steht dann vor der während Tür, ich. macht Anstalten hinterher zu gehen. Und dann würde ich nur so die Hand ausstrecken und sagen, nein. Okay. Ich melde mich. Na, ja, er guckt so auf den Boden und okay. Dann würde ich die Tür zumachen. Tür ist zu, du bist in deiner Wohnung. Ich glaube, ich würde erstmal an der Tür so runtersinken und da hocken bleiben und erstmal so den Kopf schütteln und Scheiße. Und dann würde ich aufs Handy gucken, was mein Vater mir geschrieben hat. Ja, da hat dir geschrieben irgendwie, wo bist du? Und wir waren verabredet und
melde dich mal, scheiße und so. Also nicht, schreib nicht scheiße, sondern muss ich mir Sorgen machen. Ich würde dann einfach zurückschreiben, ist gestern spät geworden, bin deshalb in der Wohnung. Alles gut, Daddy. Hab heute Abend den Auftritt, hab unser Date vergessen. Morgen? Fragezeichen. Ja. Alles klar. Kommst du zum Auftritt? Zu ihrem eigenen. Ja, klar. Logo. Ist jetzt ja schon kurz vor 10, ne? Ich weiß nicht, wann du deinen Auftritt hast. Ist kurz vor 10, okay. Ich würde mal auf die Uhr gucken. Und würde mich da ganz schnell fertig machen, weil ich um 11 den Auftritt habe. Ja. Dann verlässt du das Gebäude und siehst halt draußen, wie auf der kleinen Treppe, die drunter führt zur Straße, sitzt James noch. Ich würde einfach an ihm vorbeigehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, ja. Und dann gehst du ein Auto oder was? Oder fährst du mit öffentlichen Verkehr? Ja, also ich habe... Nein. Ich habe mein eigenes Auto. so einen kleinen Sportflitzer und würde halt in den einsteigen und Richtung Club düsen. Fährst du in deinen Club? Das ist so eine Art Jazz-Club, ist das, ne? So ein Jazz- und Blues-Club, oder? Blues, ja. Ja. Und fährst du hin und es ist schon voll spät und wir haben schon gedacht, du kommst nicht mehr und so. Ja, sorry, harte Nacht? Das ziehe ich dir vom Gehalt ab, Mädchen. Nachdem ich dieses breite Grinsen da hatte, würde ich mal so vorsichtig hier fühlen, ob meine Zähne normal sind oder nicht. Sind normal, ja. Ja, und dann würde ich einfach reingehen und mich fertig machen für den Auftritt. Ja, dann hast du deinen Auftritt. Und beschreib mal kurz, wie der abläuft. Ich habe halt jemanden am Klavier, der mich begleitet und manchmal kommt Buddy dazu und spielt auf der Gitarre. Mhm. Und ich würde halt so eine gute Mischung singen, also mal ein paar rauchige, romantische Lieder und aber auch so ein paar peppige dabei. Auf alle Fälle eigentlich nicht in die Blues-Richtung. Es ist eher ungewöhnlich für diesen Club, ist ein bisschen moderner, eher so in die Pop-Richtung mit ein bisschen rockigen Akzenten. Aber auch mal durch den Einfluss von Buddy dann so ein paar bluesige Noten bei den ruhigeren Liedern. Und würde auch zwischendrin tatsächlich so A Cappella-Einlagen mit reinbringen und mit dem Publikum spielen, während ich singe. Und man merkt wirklich, dass ich da mit vollem Herz dabei bin. Mhm. Ja, du weißt, so bestimmte Phasen in deinem Repertoire, die sind immer ein bisschen schwer für das Publikum. Und du schaffst es normalerweise, dieses Publikum schon ganz gut mitzureißen. Aber heute gelingt dir das außerordentlich gut. So gut, wie du noch nie bei einem Auftritt gewesen bist. Denn unbemerkt hast du deine Disziplin Präsenz aktiviert. Und die Leute hängen dir an den Lippen. Und du hast noch niemals so ein Publikum gesehen, das so mitgeht, selbst bei den romantischsten, langsamsten Liedern. Du hast schon gute Auftritte gehabt, aber das muss sein, was James sagte, dass die Sterblichen unsere Kunst oder deine Kunst erst richtig zu schätzen wissen, jetzt, indem du bist, was du bist. Ja, und das tosende Applaus, und muss mehrere Zugaben machen, man lässt dich gar nicht von der Bühne runter und das ist wirklich schwierig, die Leute wieder zu beruhigen, nachdem du aufgehört hast. Ja, also ich würde dann auch wirklich selig von der Bühne gehen und mit einem strahlenden Lächeln hinter der Bühne stehen bleiben und mich einfach freuen, dass das, wie das gelaufen ist, und einmal tief durchatmen und boah, geil. Hm? Ja. Das ist es, wofür ich lebe. Unlebe, aber ja. Ja, und in dem Moment streckt jemand so den Kopf so durch den Vorhang so hinter die Bühne, wo du da an der Wand stehst, erstmal
tief durchatmest, und zwar dein guter Freund Rico, der zum Auftritt kommen Rico. sollte. Ja. Ja, ich Und würde da mal so. guckst so, und dann siehst du seine Hände so durch den Vorhang so. Super Mädchen, boah, du hast dich selbst übertroffen. Danke. Wie geht's? Mir geht's gut, aber dir anscheinend ja auch. Man schlägt sich durch. Stimmt irgendwas nicht? Ach, war nicht so mein Tag bis eben, aber das tat jetzt gut. Hm, das habe ich an mir. Ich meinte eher den Auftritt. Ach was. Wollen wir was Ein trinken Kaffee? gehen? Ja, Kaffee. Sehr gut, ich gehe schon mal vor. Ich bin gleich da. Ja, würde noch schnell in meine Kabine gehen, mich so ein bisschen ja, abschminken und meine Jacke nehmen und dann rausgehen. Gut, dann sitzt er da irgendwie an so einem Tisch da in dem Club, während schon der nächste Act spielt, der bei weitem nicht so gut ist wie du. Und Natürlich nicht. ja, und ja, hat dir schon Kaffee bestellt und natürlich doppelt stark wie immer. Und und tunkt gerade so das da immer dazugehörige Plätzchen in den Kaffee und mümmelt das so ein bisschen. Winkt dir dann rüber. Er hat für sich nur Kaffee bestellt oder Ja, auch für für dich mich? auch, ja. Steht schon auf dem Ja, Tisch. dann Wie gesagt, würde ich mich doppelt dazu stark. setzen, würde mich dazu setzen, einmal tief durchatmen, dann den Kaffee in die Hand nehmen und dran schnuppern. Kaffee. Es riecht nicht so gut wie Ja. sonst, aber es ist Kaffee. Und irgendwas riecht anders an dem Kaffee, und machst du die Augen zu und schwelgst so ein bisschen in diesem Kaffeeduft, und irgendwie riecht der anders als sonst. Dann machst du die Augen wieder auf und siehst dann Rico vor dir sitzen und diese Ader puckern an seinem Hals. Ich würde so einen Schritt, also so zurückschrecken und ihn so ein bisschen entsetzt angucken. Genau, und drückt so die Hand vors Gesicht. Hoffentlich habe ich meine Papierzähne jetzt nicht gekriegt. Ja, und trinkst dann Ja, den dann würde ich Kaffee. versuchen, die Situation genau zu überspielen. So, alles gut, ich gucke gar nicht auf seine Hals. Nein, ist alles gut. Kaffee. Ja. Wo warst du denn gestern? Zu Hause. Zu Hause. War ziemlich langweilig, oder? Dein Ich Vater hat sich wünschte, es Sorgen wäre gemacht, der hat so. mich angerufen heute. Und dann Ja, ich habe das schon mit ihm geklärt. guckt er so vorwurfsvoll zu Hause in deine Richtung. Ja, in der Wohnung. Ich brauchte etwas Zeit für mich. Ja, mach mal einen Wurf auf Manipulation und Subterfuge. Du Gott. Ja, macht mal einen Sechs? Wurf dagegen. Ja, sechs. Wenn ich nichts anderes sage, ist immer sechs. Okay, dann ein Erfolg. Siehst so, dass er so sehr skeptisch in deine Richtung guckt. Können wir da woanders drüber reden? Gern? Wo willst du hin? Ist noch jung die Nacht. Einfach an die frische Luft. Okay. Dann will ich den Kaffee noch austrinken und ja, mit ihm rausgehen. Für alle, die sich jetzt Und dann wundern, warum da sie Kaffee trinken kann, sie hat den geeigneten essen. Vorteil dafür. Wird hier gleich irgendwann wird dir das bewusst werden, dass es nicht für immer Essen ist, aber
Noch kann sie es in sich behalten. Ja. Ja, und in der Nähe ist dann auch irgendwo ein kleinerer Park und dann würde ich da mit ihm hingehen. Übrigens, bei solchen sozialen Interaktionen, wie wir gerade gemacht haben, ne, mit dem Subterfuge und Bezirzen und so, kommt, glaube ich, auch deine bezaubernde Stimme irgendwie zum Tragen. Okay, das habe ich jetzt nicht mit eingerechnet. Ja, das kann sein. Da sehe ich nämlich gerade, dass du das hast. Man kann selber gucken, was es ist. Das, was für die Zukunft haben. Hast du dir aufgeschrieben, was es genau macht? Natürlich nicht. Bezaubernde Stimme. Etwas an ihrer Stimme ist für andere schwer zu ignorieren. Wenn sie Befehle geben, führt man sie aus. Wenn sie verführen, sinkt man hin. Ob sie brüllen, samt sprechen, überzeugen oder einfach nur reden, ihre Stimme erregt Aufmerksamkeit. Die Schwierigkeiten aller Würfe, wenn sie ihre Stimme zum Überzeugen, Bezaubern oder Befehligen einsetzen, sinken um 2. Ja. Meint ja gut, du hast versucht zu lügen und nicht zu befehlen, von daher. Ja, was? Aber was okay. Ich habe versucht zu überzeugen. Ja. Dann wäre dann halt eine der Wurf halt auf die 4 gewesen und nicht auf die 6, ne? Dass du das in Zukunft irgendwie beachtest, dass du das hast. Und kannst mich dann dran erinnern, wenn ich nicht selber dran denke. Okay. Ja. Gut, dann steht er jetzt vor der Tür von dem Club und hört so ein bisschen noch das Klavierspiel von drinnen. Ja, wie gesagt, also da ist so ein kleiner Park in der Nähe und da würde ich dann mit ihm hinsteuern. Ja. Und erstmal nichts sagen. Nur laufen. Du bist echt ungewöhnlich ruhig heute. Ja, es ist viel passiert. Zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Ich war gestern unterwegs. Also doch. Und er guckt schon wieder so mit diesem Blick, den du schon kennst von ihm. Jetzt bleib ruhig, ich will mit dir drüber reden, bitte. Schon klar. Erzähl. Ich hatte eine Einladung in den Succubus Club. What? Ja. Ich wollte mal wissen, wie es da so ist. Okay. Weißt du, dass dein Vater das nicht mal mögen wird, wenn du ihm das erzählst? Deswegen war ich ja zu Hause. Ah, verstehe. Er ist nicht der Hellste. Er vertraut einfach seiner Tochter. Mhm. Das funktioniert. Hat immer funktioniert. Aber ja, das ist ein echt gefährliches Pflaster, Emma. Ich glaube auch nicht, dass ich da nochmal hin will. Was ist passiert? Ja, eigentlich war es wie ein normaler Abend im Club und dann auf einmal ist ein Typ einfach auf die Bühne, also auf die Tanzfläche geflogen und hat sich verletzt und es war einfach krass. Hat sich verletzt? Inwiefern verletzt? Also sie würde wirklich so kurz überlegen, ob sie ihm alles erzählt. Und dann aber doch zurückschrecken, weil sie ja die Warnungen bekommen hat und würde halt wirklich nur über diesen Kerl und seinen Unfall reden. Und ja, ich weiß nicht, scheinbar ist er da an dem Gestänge umgeklettert und wollte sich beweisen und abgestürzt. Okay. Sah heftig aus. Glaube ich. Puh, ja gut, das hinterlässt Eindruck, oder? Steht bestimmt morgen in der Zeitung. Krass. Glaube ich nicht. Der macht sowas wohl öfter.
Dann noch erst recht, oder? Naja, egal. Lucy? Hauptsache, du bist gut dabei weggekommen. Es muss echt War fürchterlich eine gewesen heftige sein. Erfahrung. Und er versucht dich so ein bisschen zu tröstend in den Arm zu nehmen. Ich würde ein bisschen zurückschrecken. Ja, das Puckern ist auch immer noch da. Deswegen. Und versuche mich da auch echt zusammenzureißen. Da nicht drauf einzugehen, auf dieses Puckern. Ah, ja, Kaffee Ich getrunken. glaube, ich. Du bist fies. In der Storyteller Ich ist. Ich schüttel erzähle den nur die Kopf. Geschichte, ich habe damit nichts zu tun. Naja, du bist es nicht schuld, ne? ja, also ich versuche mal so ein bisschen Abstand zwischen uns beide zu bringen, um dieses Kaffeepuckern, ja, da so ein bisschen Abstand dazwischen zu bringen, zwischen mich und diesem Puckern. Und sag, es ist einfach heftig gewesen und ich glaube, ich bin einfach noch ein bisschen durch den Wind. Verständlich, verständlich. Heftige Aber Sache. du erzählst Daddy nichts davon. Hey, wer wäre ich? Ich habe mir ja auch nicht von der Rico, Sache damals erzählt, oder? versprich es. Versprich es. Ja, und du guckst ihn so an. Willst du Präsenz benutzen, um diese Sache klarzumachen, dass er das auf keinen Fall weiter nutzen darf? Ja, so, sofern ich das bewusst kann, ich will alles da reinlegen, dass Ja, er mir klar. das verspricht. Schauen wir noch mal genau, wie deine Präsenz funktioniert, damit wir das dann auch wissen für die nächsten Male. Das habe ich hier tatsächlich. Ich denke, das ist dann Ehrfurcht oder sowas, ne? Ehrfurcht? Entzücken willst du, Na, glaube er ich, fürcht. nicht machen gerade bei ihm. Blick aus Furcht Blick der Furcht, ich glaube, das ist Nee, die Ehrfurcht, die du gerade irgendwie auslösen möchtest. Ein Zücken ist, glaube ich, das Beste. Blutpunkt und Charisma und Vortrag gegen die 7. Expression, ne? Vortrag ist auf Englisch. Moment, wo ist dein Charakter? Performance. Warum habe ich dann in Expression 5? Weil du das auch kannst. Nein, wir hatten ja gesagt, ich habe auf Vortrag 5. Ach so, ja gut, dann nimm den Würfel ruhig mit. Denk an Okay. deine bezaubernde Stimme. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erfolge. Ja, ohne Probleme. Schaffst es. Er schreckt kurz einen Ticken zurück und ey, sicher. Nee. Ah, Mischka sagt, Expression ist Ausdruck, ja. Dann haben wir das auf dem Charakterbogen falsch gemacht, ja. Also ich habe ja auf Expression 5. Und es ist Ausdruck, also es ist doch richtig. Vortrag Nee, brauchst du, nicht? Vortrag. Genau, das ist Ja, genau okay, dann haben wir es andersrum. falsch gemacht. Ja. Genau, alles klar. Gut. Die Deutsch-Englisch-Barriere. Schlimm. Ja. Ja gut, Ich würde dann er auch. ist beeindruckt und ja, du nimmst ihm das ab, dass er auf jeden Fall nicht gegen deine Worte verstoßen wird. Danke, Mischka, Es übrigens. ist, ja, danke. Ist viel passiert. Ich will einfach nicht drüber reden. Ich glaube, das ist das Beste. Einfach abhaken. Verstehe.
Aber du musst mir auch was versprechen, dass eben, dass du da nicht noch mal hingehst, zumindest nicht allein. Versprochen. Gut, dann sind meine Lippen versiegelt. Sehr gut. Dann lass uns die Nacht genießen. Was immer du willst. Ich würde einfach mit ihm erstmal weiter spazieren gehen. Dann geht ihr eine ganze Weile spazieren und was ist der Plan? Er würde einfach mit dir mitgehen, was immer du machen möchtest. Ich habe gar keinen Plan. Ich würde halt wirklich erstmal eine Weile da in der frischen Luft versuchen, einen klaren Kopf zu kriegen, für mich klar zu werden und dann Was auf jeden Fall ist, jetzt wo du zweimal deine Präsenz eingesetzt hast, ist auf jeden Fall das Hungergefühl wieder ein bisschen mehr da. Und du weißt, ich irgendwann glaube, heute Nacht musst du noch einmal essen. ich sollte mich vielleicht besser einfach hinlegen. Okay. Bringst du mich nach Hause? Okay, kein Problem. Mein Wagen steht gleich da vorne. Danke. Ja, dann würde ich mit ihm gehen. Fahrt zu dir, zu deinem Apartment. und ja, fahrt zu deinem Apartment und ja, der James ist verschwunden von der Vordertreppe. Ist inzwischen nicht mehr da. Und ja, und ja, begleitet dich halt rein bis an die Türschwelle. Guckt dann erwartungsvoll. Danke, Rico. Ich bin ziemlich kaputt. Ich leg mich einfach direkt hin. Ich melde mich bei dir. Seufzt so einmal ganz tief und sagt: Okay, alles klar. Ja, und dann würde ich halt reingehen und die Tür zumachen, würde aber durch den Türspion gucken, ob er geht. Ja, er geht. Er fährt auch. Kannst aus dem Dann würde Fenster ich wieder gucken. vor die Tür gehen Ja. und würde so in Richtung eines Clubs gehen, der recht nah an meiner Wohnung liegt, wo Okay. ich auch öfter mal so Party machen bin. Ja, kein Problem, kannst du machen. Und ja, den Türsteher kenne ich halt auch schon, grüßt den Ja, nett, der lässt lässt sich sich auch sofort rein. normalerweise durch. Und gehe dann halt rein und erstmal auf die Tanzfläche ein bisschen tanzen und meistens ergibt sich dann schon was. Definitiv diesmal schneller, als du hoppla hopp sagen kannst. Hopp. Hast du schon den ersten, der dich antanzt? Und ja. Sieht der gut aus? Sagen wir so, er ist von sich überzeugt. Ich würde auf einen warten, der gut aussieht. Würfel mal, ob da überhaupt jemand gerade kommt, der deinen Ansprüchen genügt, weil die ja ziemlich hoch sind. Aber ja, da Naja. kommt jemand, der. Sehr schön. Dann würde ich eine Weile mit dem tanzen und würde dann sagen, Bock auf einen Kaffee? Okay, Kaffee, alles klar. Kaffee. Bei mir? Macht große Augen. Sicher? Ich wohne nicht weit von hier. Perfekt. Warte kurz, ich hole noch meine Sachen. Und geht noch mal rüber dann irgendwie zu so einem Stehtisch, wo anscheinend seine Kumpels sind und winkt so in deine Richtung rüber und komm, klopf mir noch mal auf die Schulter und so. Und dann kommt er in deine Richtung. Alles klar? Alles klar, super. Ja. Dann würde ich mich so in seinen Arm schmiegen und mit ihm zur Tür gehen. Geht mit dir mit.
Ja, dann würde ich ihn tatsächlich zu meiner Wohnung führen. Und wenn wir da angekommen sind, Ja, gehst du geleite die ich ihn Tür hinein. auf. Ja. Genau. Und dann, ich mache uns erstmal wirklich einen Kaffee. Wie magst du deinen? Er überlegt kurz und versucht diese Sprache zu übersetzen mit einen starken Kaffee, Baby. Ich würde wirklich ein bisschen lachen und dann aber in die Küche gehen und ihm einen starken Kaffee machen. Ja. Und mir auch. Und dann würde ich zurückkommen, Kommst du würde mit ihm. Kaffee zurück und er guckt schon so ein bisschen auch schade. Dann würde ich. Aber er sitzt auf der Couch. Ja. Blätterst du ein Dann würde ich bisschen in halt mit deiner den beiden. Fernsehzeitung? Dann würde ich halt mit den beiden Tassen zu ihm gehen. Würde erstmal kurz vor ihm stehen bleiben. Und dann würde ich so mit einer Hand, so während ich die Tasse noch in der Hand habe, die Zeitung wegschieben, mich auf seinen Schoß setzen und ihm seine Tasse reichen. Hm, das gefällt ihm, ja. Prost, sagt man das bei Kaffee? Solange es gut ist und heiß. Und er trinkt den Kaffee auf Ex aus. Sehr Ich würde auch so heiß. ein, würde auch so einen Schluck aus meinem Kaffee nehmen und dann die Tasse hinter mir auf den Couchtisch stellen. Dann würde ich mich so über ihn beugen und ihn küssen. Ja, dann kommt eins zum anderen und wie kommst du jetzt Also ich, an das gute Zeug? während wir da miteinander kuscheln und küssen und so, würde ich dann eben wirklich über seinen Hals lecken und kurze Zeit später meine Zähne in ihn versenken. Ja, ganz anders als bei dem bei dieser Typen und bei dem Mädchen im Club kostet das schon ein bisschen Überwindung, weil das erste Mal ist, dass du von jemandem trinkst, der das nicht freiwillig eigentlich macht. Und ja, aber der schmeckt wirklich besonders gut. Viel besser als die beiden gestern. Oder heute war ja auch schon heute. Aber viel besser als die. Und ja, Mischka. Ich warte noch, dass dein Ja. Charakter das macht, Mischka. Ich auch. Ja, und ja, der schmeckt wesentlich besser als die anderen beiden. Und da ist jetzt wieder ein Self-Control-Wurf. Mal gegen die 6. Ein Erfolg. Dann schaffst du es leicht über den Durst, trinkst du, weil er so gut schmeckt. Aber schaffst es, dich rechtzeitig zurückzuhalten und ja, der ist so total glückselig und liegt dann ein bisschen benommen halt auf deiner Couch. Du bist satt. Ich würde halt auch wirklich wieder über die Wunden lecken und auch wirklich dann nochmal gucken, sind die weg? Ja, Und sind weg. nochmal dahin touchen, tut's weh. Ja, sind weg. Er regiert nicht, okay. Ja, dann würde Er ich ist mich einfach glückselig. aufrücken, von ihm runtergehen und ja, mich Ey, in mein Bett legen. wir haben doch gerade erst angefangen. Du bist Du guckst durch schon so für trüb heute so und Nacht. dann sinkt sein Kopf so an die Seite, als er das gesagt hat und ist weggetreten. Ja, dann würde ich mich tatsächlich in mein Bett legen und schlafen. Okay, perfekt. Ja. Willst du ihn vielleicht ein bisschen so drapieren, dass er denkt, es wäre was gelaufen? Hose aufmachen, meinst du? Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Was bleibt dir Ja, überlassen? so ein bisschen, ja. Ja, ist nur gut. Dann wird er nämlich am nächsten Morgen dich nicht Mischka, du wecken. kennst doch die Männer. Ja,
Ja, dann wird er am nächsten Morgen dich nicht wecken, sondern er wird am nächsten Morgen verschwunden sein. Also, das heißt, am nächsten Morgen, du pennst ja durch. Topmann. Hat allerdings seine Nummer hinterlassen. Ah. Wenn du mehr von dem willst, was ich dir gestern gegeben habe, Baby, dann ruf an. Mein Gott. Okay. Kommt in den Mülleimer. Obwohl, wer weiß, wenn du mal Blut brauchst. You said with desk, ja. Ja, und ja, das erste Mal getrunken und das Ganze ist dann an dieser Stelle, denke ich, wenn ich auch auf jetzt auch wieder auf die Uhr gucke, gegessen. Haha. Und wir können an dieser Stelle das Prelude beenden. Was auf jeden Fall noch passieren wird, ist, dass du am nächsten Tag einen Anruf kriegst von James, dass er ist irgendwie kurz angebunden und wird dir irgendwie sagen, dass er in der Scheiße steckt und nicht viel erzählen kann und du sollst bloß nicht nach draußen gehen und nicht zu weit von deiner Wohnung weg. Und sollst ja nicht in den Succubus Club zurückgehen. Und ja, und er würde sich so schnell wie es ihm möglich ist, irgendwie bei dir melden. Und wenn du ganz sicher gehen willst, sollst du dich bei einem Kumpel von ihm in Gary melden, falls du Hilfe brauchst. Der würde dich erwarten und dir weitere Informationen über ihn geben. Und ja, dann gibt dir die Adresse von einen von Gary in Indiana, das ist halt ein Nachbarstadtteil von Chicago. Also nicht Stadtteil, Nachbarstadt von Chicago. Ja, und dann ist das Prelude für die gute Emma Grace Williams an dieser Stelle dann auch beendet. Mir hat es Spaß gemacht. Das war mal so wieder was ganz anderes als die anderen beiden Preludes und ja. Sehr interessant, die Unterschiede der Charaktere so ein bisschen rauszukitzeln. Diesmal ein bisschen mehr auf die interaktive, soziale Ebene gegangen. Bisschen was über die Machtstrukturen vielleicht innerhalb der Vampire schon ein bisschen eingegangen. Du hast einige interessante Leute kennengelernt in der Nacht deines Kusses und ja, hat es dir gefallen? Hat es euch gefallen da Ja, war draußen? schön. Ja. Gut. Perfekt. Ich wirke Präsenz auf die da draußen, denen hat's gefallen. Das sind die Droiden, die ihr sucht. Nein, eben nicht. Das war der Stream, den ihr gesucht habt. Ja, genau. Ja, wie die anderen beiden auch, bekommst du 5 Erfahrungspunkte für diesen Plot, das Prelude. 3 Stück einfach, weil es meistens 3 Stück für eine Session gibt und 2 nochmal extra, weil es ein Prelude ist. Und weil ich der Meister bin und das einfach so entscheiden kann. Und Okay. ja, und ja, mal sehen, was dann die gute Emma mit den anderen Vampiren in Gary zusammen anstellt. Mit dem Professor oder Doktor Vielleicht oder? geht es ja auch gar nicht nach Gary, weil sie mit James gar nichts mehr zu tun haben will. Dann könnten wir einen ganz anderen, interessanten Plot bekommen am Anfang der Vierer-Session. Das letzte Prelude wird es am Samstag geben mit Leopardin 202. Auch wieder hier, wenn ihr da Interesse habt, schaut doch mal rein und lasst es euch nicht entgehen. Ich bedanke mich bei der Serie fürs tolle Spiel heute. Ich bedanke mich bei allen, die zugeguckt haben, ob live oder in Farbe oder nur in Schwarz-Weiß später. Hauptsache, ihr guckt zu und ja, wenn es euch nichts ausmacht, schreibt irgendwas, wenn ihr es auf YouTube guckt, in die Comments irgendwie, was ihr zu verbessern und zu beanstanden habt. Ihr wollt etwas in die Kommentare schreiben. Ich finde das immer ganz gut, wenn jemand, der das gesehen hat, irgendwie, und wenn es nur ist, irgendwie hat mir gefallen oder so, oder hat mir schlecht, hat mir nicht gefallen, weil freut mich, das immer zu lesen. Und auch meine Spieler und Spielerinnen freuen sich immer, wenn sie ein bisschen Feedback bekommen.
Also, da seid ihr herzlich eingeladen. Wenn wir dann das eigentliche Abenteuer spielen, und ihr solltet es erkennen, nicht spoilern, das wäre die einzige Ausnahme. Aber da wir jetzt ein Prelude gespielt haben, könnt ihr nicht viel spoilern, weil das kommt aus meinem verdrehten Gehirn und nicht aus einem Buch. Ich sollte ein Buch schreiben, damit es in einem Buch vorkommt und jemand anderes. Nein. Okay. Bevor ich weiter schwelge, stoppe ich an dieser Stelle. Danke fürs Zugucken, danke fürs Mitspielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.